Was ein abrupter Start. Wolltest du anfangen? Genau, warum stehen wir eigentlich hier? Warum stehen wir? Die ist eine gute Frage. Eigentlich hatte sich der Flyer-Service, der Moderationsservice Hahn darum kümmern wollen. Aber da ist dann irgendwie nicht viel passiert und man hat auf uns zurückgegriffen. Das war relativ kurzfristig und auch eine heikle Mission, die wir hier durchziehen. Genau, das ist nämlich deshalb heikel, weil das dieses Mal ein bisschen anders läuft als vor der Pandemie. Das heißt, ihr seht, hier sind noch keine Menschen auf der Bühne. Dafür werden umso mehr Menschen die Bühne passieren im Laufe der Zeit, weil wir ganz viele Menschen eingeladen haben, das zu präsentieren, was in den letzten 4 Jahren passiert ist und nicht nur im letzten Jahr. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen Zeitdruck. Das war dann schon mal ganz gut, dass wir auch später angefangen haben, weil dann wird das nämlich noch enger vom Tempo her. Also wir ziehen das hier ein bisschen durch. Wir haben uns ein Sofa hier hingestellt und wir hoffen, oder Sofen, das ist der Plural, habe ich gelernt. Wir haben uns 2 Sofen hier hingestellt und hoffen, dass die Atmosphäre dann mit den Leuten, die wir interviewen werden und die uns dann aus erster Hand von den Veranstaltungen oder von den Gegebenheiten erzählen, dass das alles ein bisschen lockerer wird und so besser funktioniert. Einige Sachen werden auch freistehend vorgetragen, aber jetzt verschwenden wir nicht weiter Zeit und fangen an, oder? Genau, dann bitten wir unseren ersten Gast auf das Sofa und das ist Linus Neumann. Ein Applaus. Linus, freie Platzwahl für dich. Dich braucht man, glaube ich, nicht großartig vorstellen, oder? Sofa, schön eigentlich. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Anna. Genau, Linus, was? Du kannst dich ja auch hinsetzen, oder? Ich komme. Ich setze dich auch auf. Hier fehlt der Sofatisch. Ja, das stimmt. Hier fehlen auch Getränke und Pulle Bier fehlt auch. Und ja, aber in 4 Jahren machen wir das. Aber wir haben ja keine Zeit. So, Linus, über welches Jahr reden wir jetzt eigentlich? 4 Jahresrückblick, wir haben jetzt 2023, 2019 gab es den letzten. Das heißt, wir reden über 2020, das Jahr der Pandemie. Die Jüngeren unter euch erinnern sich. Ein tolles Jahr. Historisch großartig. Ja, es begann noch relativ problemlos und glaube dann so Ende März, Anfang April wurde es dann in Deutschland relativ ungemütlich wegen des Beginns der Pandemie. Und wir haben da als CCC relativ schnell so paar Probleme festgestellt, weil die Gesellschaft war jetzt so bereit, ungefähr alles über Bord zu werfen. Ja, von demokratischen Prinzipien über Datenschutz, Grundrechte und was nicht alles. Und wir haben natürlich hier auch eine große Gefahr gesehen, uns noch durchzusetzen, wenn wir uns jetzt vollständig irgendwie versperren. Das heißt, in der Diskussion um eine Corona-Warn-App mussten wir dann sehr um Konstruktivität bemüht sein. Und interessanterweise hat das auch tatsächlich geklappt. Ja, wir haben uns dafür eingesetzt, dass diese Corona-Warn-App auf eine Weise gebaut wird, die keine Überwachung zulässt. Und wir konnten damit am Ende Helge Braun, der mich dann, ich glaube, so gegen Ostern anrief und sagte, Herr Neumann, ich wollte mal, können Sie mir das mal ganz kurz erklären? Ja, okay, das hat mich überzeugt, das will sonst keiner benutzen. Wir machen das jetzt mit dem Verfahren, das die IT-Security-Forscherinnen der unterschiedlichen Universitäten vorgeschlagen haben. Und was war so der Kern? Also ich meine, es gab ja so diese, am Anfang hat man ja gedacht, okay, sammeln wir irgendwie zentral. Ne? Das heißt, man hat gesagt, okay, das ist vielleicht nicht das Geilste der Welt. Genau, es gab so, die erste Idee war, ja, wir machen einfach vollständige GPS-Überwachung oder wir checken in irgendwelche Räume ein oder so und können dann ortsbasiert warnen. Und die Corona-Warn-App, wie sie jetzt ist, speichert ja quasi ein Kontakttagebuch, ein anonymes Kontakttagebuch auf dem Device und nicht, wo man war. Ja, und das heißt, dass ja die wo das war, ist ja keine relevante Information, also wird sie nicht gespeichert. Das Ganze dezentral, sodass es nirgendwo eine zentrale Stelle gibt, wer wen gesehen hat oder erst recht nicht an welchem Ort. Da muss ich mal zwischengrätschen. Da klingelt dein Telefon und dann hast du Helge Braun irgendwie als, der ruft dann an und sagt, Herr Neumann, erklären Sie mir das mal bitte? Oder? Nee, der ruft erst seine Assistenz an und fragt, wann es denn genehm wäre. Oder ob es dann zu der Uhrzeit, wo der Helge Braun das macht, genehm wäre. Oder ob man vielleicht umdisponieren muss, weil der anruft. Okay, so. Okay. Gut. Und wie lange hat das gedauert? Ich glaube, ich meine, für uns alle, ich meine, ich kenne das mit der Zeit in der Pandemie, da weiß man immer nicht mehr genau, wann das jetzt irgendwie 2 Jahre, bis dann irgendwas passiert ist. Oder kannst du dich noch erinnern, wie lange das quasi von so, weiß ich nicht, Januar, Februar, als das dann so klar war, es geht los, bis es gab eine Corona-Warn-App?
boah, bis es die gab. Also es waren, glaube ich, ein paar Monate. Ne? Wir haben also, der entscheidende Schritt vom Club war ja, diese Prüfsteine zu definieren, ja, und quasi zu sagen, okay, wir empfehlen jetzt hier keine Lösung, genauso wie wir eigentlich nie irgendein Produkt empfehlen, aber zu sagen, ein Ansatz, der akzeptabel ist, muss folgende Bedingungen oder folgende Anforderungen erfüllen, aus folgendem Grund. Und dieses Prüfsteine-Ding, das hat sich als sehr überzeugend offenbar dargestellt. Da haben wir auch offenbar Glück gehabt, dass wir nichts übersehen haben und alles mit drin hatten. Und dann haben wir noch den letzten Satz, der war sehr wichtig, gesagt so, die Hersteller müssen sich im Prinzip selber zertifizieren. Wir werden nicht sagen, dieses Produkt erfüllt die Prüfsteine oder nicht. Und das hat also ganz gut funktioniert, habe ich den Eindruck. Okay, und es gab da ja noch so ein anderes Produkt. Was hast du wieder kaputt gemacht? Das war schon kaputt. Was hast du kaputt gemacht? Erzähl. Es gab dann noch diese, also die Fantastischen Vier brauchten jetzt Geld, weil sie nicht mehr auftreten konnten und haben dann zusammen. Der ist der Mudeo. Haben dann zusammen mit Nexenio eine App entwickelt oder entwickeln lassen. Ich glaube nicht, dass die Fantastischen Vier daran beteiligt waren. Die waren nur dafür da, dass Mudeo in die Talkshows geht und dafür wirbt. Die haben eine App gemacht, die quasi tatsächlich, ja, wo man an Orten eincheckt. Die hatte aber, muss man fairerweise sagen, das Ziel der Gastronomie, die Kontaktverfolgung zu erleichtern. Und wir haben dann vor der zentralen Sammlung gewarnt. Das hat dann, glaube ich, auch irgendwie 2 Wochen gedauert, bis die erste Polizei auf so einen Besucherinnen-Log von einem Restaurant zugegriffen hat. Und ja, sämtliche Befürchtungen haben sich dann bewahrheitet. Unter anderem haben wir davor gewarnt, das hat damals noch niemand so ernst genommen, dass die quasi Anschlussfinanzierungskonzepte hatten. Also die haben quasi so ein Slide-Deck gehabt, das kannten wir, wo drin stand, jo, und nach der Pandemie kann man dann damit bezahlen, Tickets kaufen und da gibt's noch richtig viel Kohle zu verdienen. Und haben die doch dann auch gemacht, oder? Ich kann mich haben sie gemacht, ja. Haben sie gemacht. Haben gibt danach, das jetzt überhaupt noch? Ja, das gibt's noch. Das kann man in Berlin, da gibt's so ein Restaurant, die haben sogar noch so Luca-Schilder außen hängen, dass man damit jetzt bezahlen kann. Gibt's einen ganz tollen Artikel zu, da so ein ganzheitliches Erlebnis, wenn dann quasi deine Luca-App gescannt wird, ist geil. Wird jetzt finanziert. Ganzheitliches Erlebnis, da müssen wir mal hin. Ja, gehen wir erst. Da müssen wir mal hin. Wird finanziert von irgendwelchen russischen Investoren, die auch auf irgendwelchen komischen Listen stehen. Also das hat ungefähr genau die Entwicklung genommen, die wir prognostiziert haben. Ja. Genau, apropos genau die Entwicklung, die man prognostiziert hat. Was passiert, wenn man der CDU eine Sicherheitslücke meldet? Das hat Lilith rausgefunden. Das hat Lilith rausgefunden, die leider nicht hier sein kann. Die hat in so einer Wahlkampf-App der CDU relativ schockierende Sicherheitslücken gefunden und die darüber in Kenntnis gesetzt und hat zum Dank dann eine Strafanzeige bekommen. Aber es hat ja dann so ein bisschen gebackfired, ne? So richtig geil, was hat es nicht funktioniert? Ja, wir haben dann so überlegt, was können wir denn jetzt machen? Und also selbstverständlich unterstützt der Club natürlich sowieso in solchen Fällen. Die Gesellschaft für Freiheitsrecht hat, glaube ich, auch direkt ihre Unterstützung zugesagt. Das heißt, der Teil war geklärt. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, so, ja, eigentlich kann man jetzt keine Sicherheitslücken mehr an die CDU melden. Und dann haben wir das öffentlich bekannt gegeben, dass wir es nicht mehr tun werden. Und dann klingelte das Telefon auch ohne, dass irgendwelche Vorzimmer sich gemeldet haben. Und was genehm? Linus, das könnt ihr doch nicht machen. Also, ja, wer ruft dann da an? Das ist doch nicht dann der 3. März. Das sagst du nicht. Okay, gut. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es waren mehrere Leute aus der CDU, die um unmittelbare Schlichtung sehr bemüht waren. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass man ja jetzt mal überlegen könnte, ob man diese Strafanzeige zurücknimmt. Und das kann man natürlich gar nicht so leicht zurückziehen, wenn man eine Strafanzeige gestellt hat. Dann haben sie aber gesagt, sie hätten das zurückgezogen und der Fall hat sich dann auch geklärt. Also das war natürlich eine katastrophal dumme Idee und die gehört halt auch bestraft. Und aber es ist auch klar, dass wir Leuten nicht empfehlen können, jemandem Sicherheitslücken zu melden, der oder die dann eben mit Strafanzeigen reagiert. Also das hätten sie sich auch denken können. Und ich glaube, die CDU hat da ihren Teil gelernt. Ansonsten steht das Angebot ja weiterhin, dass wir keine Sicherheitslücken mehr an sie melden. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen. Ja, guck mal, so eine Punktlandung. Eine Punktlandung. Unsere Zeit läuft ab, der Counter läuft bald. Linus, wir werden dich gleich nochmal auf dich zurückgreifen. Ja, genau. Soll ich das Mikrofon hier lassen? Lass das mal hier, du brauchst das ja hinter der Bühne nicht. Genau, das gibst du einfach mir. Genau, wir machen nämlich einfach nahtlos Danke, weiter. Linus. Bis gleich. Und
bitten Constanze Kurz und Rainer Rehack auf die Bühne für einen Kurzvortrag über die Bundesverfassungsgericht Ultras. Ein Applaus. Wie ihr es gewohnt, mein Mikro geht nicht. Ja, machen wir es einfach an. Ist es an? Ja. Warten Sie, hier geht's. Wie ihr es gewohnt seid vom Jahresrückblick, machen wir auch beim Vierjahresrückblick eine kleine Reminiszenz an unsere Sachverständigenstellungnahmen ans höchste Gericht in Deutschland. Der TCC hatte die Ehre, dreimal Sachverständiger zu sein bei Verfassungsbeschwerdeverfahren. Über ein spezielles davon wollen wir ein paar Minuten länger reden, aber ich will sie trotzdem alle drei erwähnen. Wir haben eine sachverständige Stellungnahme abgegeben zur Verfassungsbeschwerde beim BND-Gesetz. Die ist wie alle Stellungnahmen des CCC auch öffentlich auf ccc.de verlinkt. Wir haben auch das nachfolgende Urteil, dass die teilweise Unvereinbarkeit mit den deutschen Grundrechten dieses BND-Gesetzes festgestellt hat, dann kommentiert. Da gibt's natürlich eine Pressemitteilung dazu. Wir haben eine zweite Stellungnahme abgegeben für das sogenannte Palantir-Urteil. Da geht's um die Polizeisoftware, die Daten analysiert und verarbeitet. Da gibt es bereits ein Urteil, ist im Februar 2023 ergangen. Und wir haben eine dritte Stellungnahme abgegeben, die betrifft ein, ich würde fast sagen, CCC-Spezialgebiet, nämlich den Staatstrojaner. Und zwar in diesem Fall die Reformierung der Strafprozessordnung. Und obwohl wir gerade seit 2001 seit der Veröffentlichung des Digitas-Staatstrojaners natürlich sehr häufig über Staatstrojaner gesprochen haben und auch andere sachverständige Stellungnahmen abgegeben haben, war uns hier schon nochmal wichtig zu betonen, was sich verändert hat in diesem Staatstrojaner-Markt, wie sich überhaupt die Frage der Ausnutzung von Sicherheitslücken und der Markt, der sich da gebildet hat, von diesen Firmen verändert hat. Und wir haben also eine neuerliche Stellungnahme abgegeben und wir stehen beide stellvertretend für die jeweiligen Autoren. Und in allen drei Fällen gab es auch, was ja relativ selten ist, mündliche Anhörungen, die insofern immer interessant sind, weil ja manchmal neue Informationen dazukommen. Bevor Rainer jetzt sagen wird, was wir inhaltlich technisch argumentiert haben in der Staatstrojaner-Stellungnahme, will ich nochmal sagen, dass man, wer sich für den Palantir-Stellungnahme interessiert, da verweise ich gerne auf den Vortrag von gestern. Da habe ich mit zwei Juristen genauer darüber gesprochen. Aber nun zum Staatstrojaner in der Sache. In der Sache, genau. Hallo. Genau, und zwar in der Staatstrojaner-Sache, in der wir da eine Stellungnahme verfasst haben, ging es um eine Formulierungshilfe von 2017, damals noch die GroKo. Es ging um die Ausweitung des Staatstrojaner-Einsatzes auch für Sachen wie, also bereits begangene Straftaten, wo quasi eigentlich nichts mehr zu retten ist, Bezug auf BTM oder missbräuchliche Asylantragstellung. Also solche Sachen sind jetzt hackingfähig durch den Staat. Genau, und das, wir wurden eben befragt und haben natürlich geantwortet mit der Forderung der Streichung der Nutzung von Staatstrojanern aus der Strafprozessordnung. So, jetzt. Jetzt ist natürlich die Aufgabe, das ordentlich zu begründen, denn wir sind ja offensichtlich deutschlandweit auch die, die das quasi ohne kommerzielle oder andere verdeckte Interessen auch irgendwie können. Und wir haben erstmal erklärt, wie die vernetzte Gesellschaft eben aufgebaut ist, dass irgendwie, wenn wir hängen eben alle mit drin an allen sicheren Sachen, aber eben auch an allen unsicheren Sachen. Und da muss man zum Beispiel das Smartphone sehen, das heißt so als Lebenszentral, in dem wir alle irgendwie unsere Interaktion, Kommunikation und so weiter kontrollieren und steuern, aber auch die Sicherheitsfunktion, heutzutage irgendwie authentifiziert man sich mit allem über Smartphone, Zwei-Faktor-Authentifizierung wollen alle haben und genau da setzt der Staatstrojaner halt an so Geräten wie Smartphone. Und dann werden da so Verrenkungen gemacht, zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen der Online-Durchsuchung, die alles durchsucht, und der Quellentelekommunikationsüberwachung, die irgendwie nur Kommunikation überwacht. Und weil dieser Unterschied sowieso technisch nicht haltbar ist, hat man dann noch eine Quellen-TKÜ Plus sich ausgedacht, die dann auch auf ruhende Kommunikation wirkt, aber keine Online-Durchsuchung ist. Und da merkt man schon dieses Rumgeeiere, das mussten wir mal ordentlich aufräumen und erklären, warum diese technische Unterscheidung keinen Sinn ergibt. Zum Schluss, oder man könnte noch sagen,
Der Hintergrund sind viele Ängste, dass irgendwie die Sicherheitsbehörden nicht mehr arbeiten können, wenn alle nur noch verschlüsseln und so weiter. Also Going Dark ist die Debatte. Die haben wir dann in der Stellungnahme auch in der angemessenen Kürze dann auseinandergenommen und belegt, warum das Quark ist. Und ja, man könnte noch abschließend sagen, selbst das wurde nicht mal ordentlich gemacht. Selbst wenn man so einen Staatstrainer haben will, müsste man natürlich auch ein bisschen was von Risikomanagement, Evaluation, irgendwelche Korrektiven mit einbauen, wurde alles nichts gemacht. Interessanterweise hat die Ampel ja jetzt sich entschieden oder eben hatte sich entschieden im Koalitionsvertrag Sicherheitslücken immer melden, sozusagen verpflichtend melden zu lassen und auch sie selber nicht zu nutzen, was natürlich ein Widerspruch ist zu dem, wie jetzt die aktuelle Rechtslage verhandelt wird zumindest, und mal sehen, wie es da weitergeht. Okay, dann in der Sache haben wir eventuell erwartet, zum Ende des Jahres noch eine mündliche Anhörung zu haben. Wir haben aber keine Termine mehr dazu erhalten. Also wir wissen nicht, ob es Anfang des neuen Jahres dazu noch eine Anhörung geben wird. Als letzte Bemerkung dazu, Erdgeist und Rainer und ich haben beim Camp über die Inhalte der Stellungnahme gesprochen und verweisen darauf und haben natürlich auch die Stellungnahme öffentlich gemacht. Okay, dann vielen Dank. Dankeschön. Danke, ihr beiden. Punktlandung. Top. Wir machen direkt weiter hier mit einer Sofa-Runde. Und wir haben uns Kathi eingeladen, SMTV und DJ Spock. Ja, ich wollte gerade sagen, Applaus für die wird auch nicht schaden. So. Kathi, mit dir fange ich an. Pandemie war. Alles war im Lockdown. Keiner konnte raus. Irgendwann stand fest, es wird kein Kongress stattfinden. War eine dumme Situation. Ja, so, ich setze mich einfach dazu. Genau. Bisher alles richtig, ne? Das ist richtig, ja. So, und dann kam noch irgendjemand auf die Idee, dann müssen wir uns halt, wie wir das jetzt auch auf der Arbeit machen, aus dem Homeoffice raustreffen und Videokonferenzen machen. Wo kam die Idee her? Bei euch aus dem Umfeld. Wie wurde die angenommen im Club? Ziemlich gut. Ja? Definitiv. Ich hörte da anderes. Also ja, am Anfang war es schwierig. Im Club war es eigentlich schwierig. Erzähl doch mal. Naja, also es war so Richtung Sommer. Es wurde so klar, vielleicht wird das Richtung Herbst nicht viel besser. Was soll man jetzt machen? Und Leute haben gesagt, ihr wollt doch nicht wirklich so ein Ding online machen. Die Leute sitzen 20.000 Stunden am Tag in irgendwelchen Videokonferenzen, machen irgendwelchen Quatsch. Und die haben noch gar keine Lust, noch mehr im Internet rumzusitzen. Wir haben gesagt, okay, Challenge accepted, wir probieren es einfach mal. Und viele von euch waren dabei, hatten hoffentlich auch eine gute Zeit und Wir hatten, aber ich kann mir das im Club gar nicht so vorstellen. Das ist einfach, bist du aufgeregt, Mann? Das sind nur 300.000 Leute, das ist doch. Die hatten sofort Bock drauf und haben gesagt, Mensch, das ist was Neues, das probieren wir aus, das kann ich mir im Club gar nicht vorstellen. Ich meine, es war halt ein relativ neues Ding. Wir haben irgendwie so eine komische Software aufgetan, die wir uns dann so ein bisschen zu eigen gemacht haben, die eigentlich ursprünglich mal für 200 Leute skalieren sollte. Und jetzt wär geil, wenn du die Zahlen einblenden könntest. Dann kann ich mich nämlich auf die Zahlen berufen. Entschuldige, genau. Ich habe mich unterbrochen. Ja, alles gut. Siehst du auch da vorne. Ach, genau. Die kann ich von da vorne aus so gut lesen. Ja, also da steht irgendwas von 5.300 Streaming-Viewers zur selben Zeit. Wir haben 1.669 Cores, die ihr irgendwie angemietet habt. 99,1% von irgendwas, was ich nicht lesen kann. Dann hattet ihr, ich meine, das sind ja Zahlen, die sind sehr beeindruckend. Rufe ich da beim Hetzner an und sage, hör mal, ich habe da eine Software für 200 Leute, das läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder, gib mir mal ein paar Cores. Wenn es so einfach wäre, wäre es schön, aber wir mussten tatsächlich diese Software, die wir benutzt haben, völlig hochskalieren. Weil wir sind irgendwann relativ schnell in die Grenzen gekommen, als wir festgestellt haben, dass die Lobby von dieser Software maximal um die 1.000 Leute beherbergen kann. Was ein bisschen schwierig ist, wenn wir im Peak irgendwie, ich glaube, 5.000 Leute auf der Plattform hatten. Mussten wir halt so ein paar Workarounds finden. Wir sind ja auch ein bisschen klug so als Nerds. Und es war aber wirklich ein harter Ritt. Also wir waren, glaube ich, erst an Tag 1 so wirklich funktional. Und bei Hetzner haben wir uns regelmäßig neue, frische virtuelle Maschinen geklickt, weil einfach die Grenzen da waren. Ja gut, aber das ist ja normal. Ich meine, es ist ja immer Aufbau, bis der Abbau losgeht. Ja, tatsächlich das Hauptproblem, was wir hatten, ist, diese Plattform kannte niemand. Also ich meine, so ein Kongress, da weiß man grob, was man erwarten kann. Man bekommt irgendwie Tische und Stühle,
ja, wir wissen, dass es potenziell auch ein bisschen anders ist, aber es war halt eine komplett neue Software. Die Leute mussten wissen, okay, man kann sich da selbst so Karten erstellen, lustigen Quatsch tun und ja. Da wurde eine komplette Backend-Software für gebaut, also es ist wirklich viel gewesen. Also einfach mal selber gemacht. Habt ihr das genutzt? Sind hier Leute mit, die das genutzt haben? Fandet ihr das irgendwie? Ja, ja. Gut. Das liegt jetzt in der Schublade und wird hoffentlich nicht mehr gebraucht. Würde ich mal so sagen, ja, in einem weiteren Sinn. Wobei, also dieses Backend, was wir gebaut haben, das ist auch das, was wir jetzt aktuell für die Assembly-Verwaltung nutzen. Also ganz fernab von dem ist es nicht. Und dieser Hub, den ihr jetzt auch seht, der ist mehr oder weniger aus dieser Veranstaltung entsprungen. Okay, aber es gab ja noch mehr Sachen, die in Schubladen rumlagen. Leiten wir mal elegant über. Nämlich Hardware. Und die wurde ja auch in der Pandemie ziemlich viel gebraucht, weil ja plötzlich alles nur noch mit irgendwie, man brauchte irgendwie einen Rechner, der Videokonferenzen kann. Meiner konnte das am Anfang irgendwie nicht, der war ein bisschen zu alt. Und so. Und ihr habt euch da irgendwie auch drum gekümmert, in Freiburg und an vielen anderen Orten da so Hardware aufzusammeln, ne? Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, ich sitze ja stellvertretend für ganz viele von diesen Regionalclubs. Keine Ahnung warum, aber geschenkt. Du hast nicht Nein gesagt. Ja, genau. Du hast nicht Nein gesagt, deswegen sitzt du hier. Nein, nein, nein. Also wir hatten in dem lokalen Blatt der Badischen Zeitung irgendwann einen Aufruf geschmissen, so hey, guck doch mal nach alter Hardware, weil wir haben einfach im Umfeld mitbekommen, da ist Bedarf. Gibt da auch verschiedene Vereine, die da, das hat sich dann im Anschluss so ein bisschen zusammengefunden und über die Zeit, ich glaube mittlerweile haben wir so an die 2000 Geräte eingesammelt und dann irgendwie halt ein Linux draufgeballert, das Windows weggeschmissen, ein bisschen aufgefrischt, ab und zu mal noch ein paar SSDs besorgt und dann über verschiedene Kanäle verteilt. Wir hatten sehr früh in der Pandemie, gerade als dieses ganze Lockdown losging, unheimlich viele Anfragen. So, habt ihr nicht noch? Ne? Und gerade Menschen aus verschiedensten Kreisen kommen an, so hey, drei Kinder, wir haben nur einen Laptop, alle müssen jetzt Videokonferenz machen. Mediamarkt, Saturn, wie sie alle heißen, alles doof und viel zu teuer und Quatsch und Kommerz. Wir haben da ein Problem. Und das hat richtig gut funktioniert und bis heute kriegen wir regelmäßig E-Mails sozusagen so, ich habe da mal diesen Artikel in der Badischen gelesen, den haben die dann die Mutti ausgeschnitten und an die Pinnwand gehängt und zwei Jahre später ist der Computer zu alt, weil der Enkel kein Minecraft mehr spielen kann und dann kriegen wir den. Viele auch interessante, sehr alte Geräte, das empfiehlt sich immer noch jemand fürs Museum an der Hand zu haben, so einmal sichten und erstaunlich wenig, was wir auf den Schrott fahren müssen. Und mit Vernetzung mit lokalen Vereinen in Freiburg gibt es ein schweres Los, nennt sich das. Die verteilen dann Sachen an Menschen mit Bedarf. Sehr namentlich erwähnen möchte ich die Computertruhe, die auch unten im Foyer 3+H einen Stand hat. Die haben sich auch schon ganz weit verbreitet. Für die einen ganz großen Applaus von mir persönlich. Ganz tolle Arbeit. Gehen wir rüber zum Spock, wa? Hallihallo. Ich habe hier stehen Club Saculture. Erzähl mal mehr. Genau, Anfang der Pandemie wollten wir erstmal der Clubszene helfen, aber da haben wir gedacht, denken wir auch ein bisschen darüber hinaus und haben Club Saculture gegründet. Denn der Begriff der Kultur, der aktuell im Gesetz verankert ist, ist irgendwie teilweise bis zu 100 Jahre alt. In der Baunutzungsverordnung kommt er noch aus den 60er Jahren. Und das ist unser Claim, wir wollen mit Clubs Aculture die Clubkultur und Festivalkultur als gleichwertige Kultur anerkennen lassen. Der Weg dazu ist sehr lang, aber wir hatten schon ein paar Erfolge, nämlich im Jahr 2021 hat der Bundestag beschlossen, dass Clubs zumindest baurechtlich zukünftig als Kulturstätten, nicht mehr als Vergnügungsstätten gelten sollten. Also aktuell sind Clubs immer noch Vergnügungsstätten, warum sage ich gleich dazu? Und zum Beispiel Spielotheken gelten rechtlich auch als Vergnügungsstätten, deswegen Clubs sind aktuell gleichgestellt zum Beispiel mit Spielotheken. Deswegen gab es diesen Bundestagsbeschluss, wo wir sehr glücklich waren, allerdings hatte Seehofer wohl nicht so die gute Connection zu Club- und Kulturszene und hat das im Laufe der Legislaturperiode nicht umgesetzt. Wundert mich. Genau, und dann haben wir es geschafft, ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass in einem Koalitionsvertrag eine deutsche Regierung etwas mit Clubs und Festivals drinsteht. Ja, danke schön.
Genau, bei Clubs a Culture machen verschiedene Clubverbände mit, zum Beispiel auch hier aus Hamburg das Clubkombinat oder aus Berlin die Clubkommission, die Livecom vor allem, die macht da sehr viel Arbeit. Das ist der Verband aller Live-Spielstätten in Deutschland. Und wir machen sehr viel, wir lobbyieren in der Politik. Außerdem machen wir noch verschiedene Events. Zum Beispiel haben wir in Frankfurt, einzigen in Deutschland, sogar in Europa, Museum für moderne elektronische Musik, haben wir ein Event gemacht mit MDBs und verschiedenen Artists, wo wir über das Thema diskutiert haben. Es gab auch eine Clubnacht dazu. Das machen wir auch in verschiedenen Bundesländern. Denn diese Baunutzungsverordnung-Änderung muss noch durch den Bundesrat. Deswegen versuchen wir es auch ein bisschen auf der Landesebene Aufmerksamkeit zu schaffen. Unser aktuelles Thema ist auch noch die TA Lärm, mit der auch viele Clubs und Festivals sehr zu kämpfen haben. Wir haben auch verschiedene Aktionen, zum Beispiel zuletzt hatten wir eine Mitmachaktion, wo jeder schreiben könnte, was Clubkultur für die Personen sind. Dann konnte man darüber abstimmen, was für die meisten Menschen am besten ist und gewonnen hat, wenn ich die Folie nochmal sehen konnte. Clubkultur ist mehr als nur Techno. Dieser Vorschlag kam aus Leipzig und deswegen wird in Leipzig dieser Claim auch plakatiert. Außerdem haben wir regelmäßige Treffen, zum Beispiel mit dem Bundesumweltministerium oder Umweltbauministerium, verschiedenen Ausschüssen, wo wir eben über dieses Thema Clubkultur sprechen. Und wir sind auch mittlerweile relativ auch in Medien vertreten. Zum Beispiel die Groove hat über uns geschrieben. Das ist ja eine legendäre Zeitschrift, wenn es eben um Clubs und Festival geht. Deutschlandfunk, Spiegel, Taz und so weiter und so fort. Der Weg ist sehr lang. Und ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass auch diese Veranstaltung nicht möglich wäre ohne unsere Verbindungen eben zu der Club- und Festivalkultur. Also vieles an der Produktion hier können wir nur machen, weil wir die Unterstützung von eben Club- und Festivalkultur und von den Leuten da bekommen. Und vielleicht nochmal einen kleinen Applaus für die. Okay. Punktlandung, kann man nicht anders sagen. Punktlandung, Dietrich Bock, vielen Dank. SMTW, vielen, vielen Dank. Und Kathi, auch dir vielen, vielen Dank. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter zu jemandem, über den ich mich besonders freue. Als Stichwort habe ich hier Formulierungshilfen. Die hätte ich heute auch sehr gut gebraucht. Erdgeist. Hallo Henning, ich habe dir doch geholfen beim Formulieren. Ja, stimmt. Ja. Fang einfach an. Du hast 5 Minuten. Deine Zeit läuft. Geht's. Okay. Wir hatten so eine Wahl. Da war nach 16 Jahren einer konservativen Regierung plötzlich eine neue am Start. Und die bestand aus... Na? Kriege ich meine Folien? Oh. Aus diesem Prog-Rock-Quartett. Und die haben versucht, irgendwie ein Programm zusammenzustellen, um diesen Stillstand aus 16 Jahren der Vorgängerregierung zu adressieren und waren dann so ein bisschen verstritten. Sie brauchten ein paar Konsenspunkte, die sie in diesen Koalitionsvertrag reinschreiben konnten. Und gesagt, was geht denn eigentlich immer? Wo sagen alle zu, ist cool, ist in Ordnung? Und dann sind sie drauf gekommen, ey, so Netzpolitik, Digitales, ist total geil, das machen wir. Wen kennen wir da, der ihnen helfen kann? Und dann klingelte bei uns das Telefon. Dann haben wir auch, wie macht man Lobby? Lobby, wenn die großen Firmen das machen, dann heißt Lobby üblicherweise, dass die denen schon einmal Dinge fertig hinschreiben und nennen das dann beschönigend Formulierungshilfe. Ja, das können wir auch. Und dann haben wir ihn 47... Kurz, da muss ich mir klären. Das hatte ich bei Linus, war ich auch schon neugierig. Da klingelt dein Telefon oder ruft er auch erst das Vorzimmer an und dann hast du die 4 Jungs da und die Mädels am Apparat. Wie gestaltet sich das? Das gestaltet sich schon so, dass da ja die Leute auch bei uns vorher auf die Veranstaltung gekommen sind und die sind ja mit uns erwachsen geworden. Und die kennen dann noch und dann haben die da teilweise irgendwie so in diesem verschlüsselten Messenger da irgendwie noch die Kontakte gespeichert, dann rufen sie an und sagen, ey, wir sind da gerade in Verhandlungen und das sieht irgendwie gerade echt oll aus, wir kommen nicht zusammen, so hinten mit den Streitthemen können wir vorne für den Flausch vielleicht von euch noch ein bisschen was da zum Reinstopfen haben. Und dann flauschst du irgendwie ein bisschen in der Marienstraße im CCCB und dann... Das war schon ein bisschen anstrengend, weil wenn man schon mal die Gelegenheit hat, ne, dann will man da ja auch alles richtig machen. Dann will man, wie gesagt, was haben die in den 16 Jahren davor alles verschlafen? Und dann gab es da so radikale Dinge wie irgendwie Abschaffung des digitalen Analphabetentums. So einmal, ja, kann man sich drauf einigen. Da gibt es niemanden, der da irgendwie da draußen in den Nachrichten hört und sagt, nee, das will ich nicht. Das geht, kann man reinschreiben oder so. Ja. IT-Souveränität und Projekt. Dann erzähl mal weiter, wie viel davon sich dann bisher bewahrheitet. Ja, okay.
Also da sind irgendwie echt Dinge drin, die gehen einfach, die gehen so durch. Und das sah dann am Ende auch so aus, als ob sie die Punkte da so ein bisschen wie in der Schule, so wir verändern noch ein paar Verben und die Adjektive waren so radikal. Aber ansonsten nehmen wir das, ist ja auch bald Koalitionsvertrag unterschreiben, dann ist schon ganz gut, dass denn aus der Formulierungshilfe das dann auch wie rechtschreibfehlerfrei da irgendwie bei denen angekommen sind. Wir hatten da irgendwie noch so Public Money, Public Code reingeschrieben, weil uns das wichtig war. Und so absurde Dinge wie Verursacherprinzip bei IT-Sicherheitsproblemen, was in allen anderen Belangen wie selbstverständlich ist, wollten wir eigentlich auch haben, dass wer größere Schäden verursacht, dadurch, dass er beim Verfassen von Software schlampert, der sollte am Ende auch dran schuld sein. Das fand sich dann, wie ich schon andeutete, auch in dem Regierungsprogramm und in der Koalitionsvereinbarung fand sich das wieder. Und die Bundesregierung hat dann sogar eine Webseite aufgesetzt, so den Regierungsmonitor, könnt ihr mal googeln. Das ist so deren Fortschrittsanzeige für die Dinge, die sie im Koalitionsvertrag stehen hatten, wie das umgesetzt ist. Um euch ein Gefühl dafür zu geben, wie verlässlich diese Anzeige ist, so die Gigabit-Strategie in Deutschland hat 3 von 3 Punkten. Wir sind quasi so gut wie am Netz. Wenn man da aber dann draußen schaut, natürlich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen jetzt irgendwie geschaffen, aber am Ende haben wir nicht genug Tiefbau am Start, um die Glasfasern wirklich zu verbuddeln. Es gibt Monopolisten, die irgendwie jede Gelegenheit nutzen, dort den neu aufspringenden Firmen dort ihre frisch gebuddelten Kabelkanäle gleich mitzunutzen, um weiter Monopolist zu bleiben. Aber Baby Steps. Ihr seht auch, dass wir das Recht auf Verschlüsselung da eigentlich im Koalitionsvertrag drinstehen haben und kämpfen total überraschend jetzt die letzten Jahre gegen die Chatkontrolle, die eigentlich genau das Gegenteil drinstehen hat. Und natürlich wollten wir die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft haben und es sieht da nicht ganz so schlecht aus, aber der Fortschritt 3 von 3 Punkten ist da an der Stelle auch nicht gerechtfertigt. Und das Einzige, wo ich in diesem Regierungsmonitor, da kann man drin suchen, und habe ich mal nach Cyber gesucht. Und die einzige Stelle, wo Cyber drin vorkam, wir hatten gesagt, wir wollen eine defensive Außenpolitik im Bereich Cyber, wir wollen nicht, also im Bereich Digitalen, wir wollen keine Angriffswaffen, keine digitalen Angriffswaffen, wir wollen die zivile Infrastruktur, Internet nicht als Kriegsgebiet benutzen. Die Bundesregierung liefert. Das ist quasi deren Idee von Cyber. Die Bundeswehr darf ab ins Internet und dort quasi Kompetenzen sammeln, um dort Krieg zu führen. 5 Sätzen. Deswegen stellt sich danach immer die Frage, was hätte man an der Stelle eigentlich machen sollen, wenn so eine Formulierungshilfe, die bei den großen Lobbyverbänden und meistens bei der Industrielobby super funktioniert, für uns nicht funktioniert, müssen wir uns vielleicht das nächste Mal hinsetzen und den fertige Diffs für die Gesetze schon mitliefern, so dass die da dann direkt rein copy und pasten und patchen können und wir nicht darauf warten, dass deren Staatssekretäre das umsetzen können. Wir haben im Chaos Radio 283 haben sich Konz und Kalesi und ich zusammengesetzt und haben da mal diese Ergebnisse der Formulierungshilfe auch kritisch beäugt. Die könnt ihr euch angucken. Unsere Gesamtnote für die Umsetzung war am Ende 3-. Ihr könnt da reinlauschen und schauen, ob ihr euch dem anschließt. Vielen Dank. Erdgeist. Punktlandung. Hat sich das aufgeregt sein gelohnt? Nee. Über den weißen Kapuzenpulli müssen wir noch reden. Danke. Ich habe jetzt hier Verbraucherinformationen bzw. Mitgliederinformationen stehen. Der Amtsschimmel reitet ein und Vollkorn bringt uns ein paar Informationen über die Vereinsbürokratie. Wunderbar. Mache ich sehr gerne. Danke. Genau. Also, das Spannendste natürlich war für uns aus der Mitgliederverwaltung die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Da habe ich eine schöne Grafik mitgebracht, die jetzt vielleicht auch hier im Hintergrund erscheint. Genau. Ihr seht, wir haben Ende 2019 knapp unter 7.900 Mitglieder gehabt. Und dann ist viel passiert und am Ende sind 7.900 Mitglieder plus ein paar. Also eigentlich war die Mitgliederentwicklung des CCCs ja immer mehr so, sky's no limit, ne? Und jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Das fing vielleicht schon ein bisschen früher an, weil wir angefangen haben, mal Mitglieder, die im Zahlungsverzug sind und nicht mehr auf E-Mails reagieren, einen Brief zu schreiben.
und die dann ausgetreten sind. Aber wir haben jetzt tatsächlich trotzdem eine erstaunlich stabile Entwicklung gehabt über die letzten Corona-Jahre. Wenn wir nochmal auf den Anfang des Graphen schauen, ihr werdet sehen, da ist so eine steile Kurve nach oben. Das ist die Entwicklung direkt nach dem letzten Kongress in Leipzig in 2019 gewesen. Und das ist ein ganz klassisches Kongresshoch. Aber dann habt ihr vielleicht gesehen, wenn wir das nochmal anzeigen, ich sage da noch ein paar Dinge zu, dann ging es dann auch gleich wieder runter, ziemlich rapide. Das liegt daran, wir haben eine Änderung in der Satzung. Wir können jetzt, wenn Mitglieder nicht mehr erreichbar sind und über ein Jahr nicht gezahlt haben, diese von der Mitgliederliste streichen. Und das haben wir zweimal gemacht. Das seht ihr einmal vorne mit dem ersten Drop kurz am Anfang von 2020. Und dann seht ihr das in der Mitte, das ist Ende 2021 nochmal. In der Mitte, das sind ungefähr 400 Mitglieder, die haben wir versucht, mehrfach per E-Mail anzuschreiben, mindestens zwei Briefe geschrieben, die zurückgekommen sind. Und dann haben wir uns die Liste als Vorstand und Mitgliederverwaltung angeschaut und gesagt, ey, die Pappenhase kenne ich doch, die schreibe ich mal an oder rufe mal an oder so. Und trotzdem sind noch 400 Leute übrig geblieben, die über ein Jahr nicht bezahlt haben, nicht mehr erreichbar waren. Darum haben wir da diesen krassen Drop. Also wir haben Karteileichen entfernt. Und darum sind wir am Ende halt bei irgendwie plus 30 Mitgliedern geblieben. Okay, ich denke, das reicht erstmal zur Mitgliederentwicklung. Jetzt ein kleines Bilderrätsel. Das ist der Anteil der E-Mail-Adressen, die PGP benutzen, 20%. Ich finde, das könnte noch besser gehen, weil so mit Datenschutz finden wir Verschlüsselung ganz cool. Wir haben auch ein bisschen, ja, hier Applaus für PGP-Nutzerinnen. Wir geben uns auch immer ganz viel Mühe, wenn ihr Probleme damit habt und es gibt so eine automatisierte Mail, die euch dann sagt, hey, wir haben ein Problem mit deinem PGP-Key, antworte uns, wir helfen euch, machen wir gerne. Wir haben da auch eine kleine Neuerung drin in der Software, wir können jetzt auch Web-Key-Directory, das heißt, wenn ihr irgendwie eine eigene Domain habt, dann könnt ihr nach einem bestimmten Schema einen Pfad anlegen, wo der Key drin liegt und wir laden den automatisch runter und nutzen den. Diese Zahl ist tatsächlich jetzt noch nicht in diesen 20% drin, das heißt, die kommt noch on top. Okay, ich denke mal, das sind so die wichtigen Sachen zur PGP. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte zu der Mitgliedschaft. Vielleicht haben es einige mitbekommen, es ist ein technisches Detail, aber wir haben immer wieder Anfragen von Leuten, die sagen, sie würden gerne mit ihrer Firma beim Club Mitglied werden und unterstützen. Und wir hatten das früher auch in unserer Satzung, dass man das machen konnte als Firma, als Organisation, Verein, sonst was, als Mitglied den Club unterstützen. Das haben wir vor Ewigkeiten schon rausgenommen, dass man so Mitglied werden kann. Nur natürliche Personen können Clubmitglied werden. Wie viel Zeit sind okay? Und was wir jetzt auch über die Corona-Zeit gemacht haben, ist die letzten dieser Mitglieder umzuwandeln, rauszunehmen etc., sodass wir jetzt auch diese Mitglieder nicht mehr drin haben. Wir haben jetzt also nur noch natürliche Personen, so soll es bleiben. Darum haben wir auch die Satzung angepasst, dass diese Sachen da rausgeflogen sind. Also, wenn ihr Firma seid oder Firma habt oder sowas, wir freuen uns über Spenden, aber nicht als Mitgliedschaft. Okay, super. Das war es erstmal von mir und meinen bürokratischen Werbeeinblendungen hier. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Okay. Danke, Volkorn. Gib weiter an Anna. Genau, dann schicken wir dich von der Bühne, bevor du uns noch ein Mitgliedsformular hinlegst. Willst du da Mikro haben? Und dann rufen wir Melzei auf die Bühne und Melzei wird uns Dinge über eine Gruppe erzählen, die ich sehr mag, weil sie immer sehr tolle Sachen macht, nämlich über die Hexen und über Feierchance. Viel Spaß. Hallo. Ich stelle mich mal hier, dann kann ich die Folien überhaupt sehen. Hallo, ich bin Melzei. Ich gehöre zu den Hexen schon seit wahrscheinlich 13 Jahren. Und auch wenn wir unser Kommunikationsteam die letzten Jahre vergrößert haben, immer noch mache ich diesen dezentralen Jahresrückblick. Und ich weiß, hier sind Hexen im Publikum. Ihr seid nächstes Jahr dran. Ich sag's euch. In den letzten 4 Jahren ist wahnsinnig viel bei den Hexen passiert und ich mache auch dem gleich dann auch noch 2 Ankündigungen. Also
klappt euch schon mal mit den Händen ein bisschen wärmer. Aber als wichtiges Thema haben wir 2 bzw. 3 mitgebracht. Und zwar ist es unser Anti-Stalking-Projekt, unser Podcast und dann noch unsere Event-Orga. Als erstes ist, denke ich, eines der wichtigsten Projekte, die wir in den letzten Jahren gestartet haben, das Anti-Stalking-Projekt. Das ist die Seite antistalking.hexen.org. Die ist hier auch schön eingeblendet. Und ihr seht unten, dass es eine sehr grafische Art und Weise ist, wie kommuniziert wird mit der Person, die auf diese Homepage geht. Nämlich die Frage ist, was ist dein Problem? Das Team hat sich zusammengesetzt mit über, glaube ich, 10 Jahren Erfahrung. Haben sich Menschen, die schon immer mit Frauenhäusern von uns in Kontakt waren und sehr lokal beraten haben, plötzlich bei den Hexen 2021 zu einer kritischen Masse kombiniert und festgestellt, wir haben genügend Kapazitäten, um tatsächlich die technischen Anleitungen, die es gibt, um Smartphones und zu Hause der Router etc. zu säubern, zusammenzusammeln, um solchen Beratungsstellen, zu denen vor allem Frauen kommen bei partnerschaftlicher Gewalt, bei Verdacht auf Stalking, Cyberstalking, um denen technische Hilfestellen zu geben, die tatsächlich funktionieren. Die haben 1 Jahr lang im Stillen, während der Pandemie, alle 2 Wochen, soweit ich weiß, Telcos durchgezogen, um diese Seite zu schreiben, und sie ist seit 2 Jahren online. Seitdem bekommen wir... wir bekommen seitdem... wöchentlich, monatlich Anfragen von Frauenhäusern von komplett Deutschland bei dem Versuch, Einzelfälle aufzuklären. Das ist wichtig, weil bei partnerschaftlichem Stalking sind häufig auch Kinder involviert, und im Sorgerechtsstreit hilft eine Dokumentation von dem möglichen Stalking-Verhalten bei vor Gericht, um die Kontaktmöglichkeiten einzuschränken. Deswegen nicht nur löschen, sondern dokumentieren und dann löschen, ist eigentlich das Ziel von den Gruppen. Die haben sich zusammengefunden, um diese Hilfen zu schreiben. Momentan werden auch Gelder verfügbar, und wir bilden also entsprechend manchmal, wenn wir Kapazität haben, Menschen dort in den Frauenhäusern über Workshop neuerdings aus, damit die dann wiederum mit den betroffenen Personen direkt arbeiten können. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn noch viel mehr Menschen hier, denn das ist keine flinterspezifische Fähigkeit, die Kompetenz, andere Leute zu schulen, dass sie dann diese Smartphones dokumentieren und dann reinigen. Wenn sich noch viel mehr Menschen dieser Sache anschließen können, zum Beispiel als Startpunkt mit der Seite antistalking.hexen.org, um diesen betroffenen Personen wirklich eine Option zu liefern, nicht nur neue geputzte Handys zu haben, sondern auch tatsächlich die Dokumentation, die man braucht, damit das im Gericht möglicherweise Gehör findet. Das ist das eine Hauptprojekt. Was wir damit gemacht haben, ist zum Beispiel, wir sind bei diversen Remote-Kongressen, glaube ich, gab es mal einen Vortrag hier, dann gibt es einen lokalen Workshop dort. Was es aber auch gibt, ist, dass wir eine Podcast-Folge dazu veröffentlicht haben. Denn bei uns hat sich in den letzten 2, 3 Jahren ein Podcast-Team gefunden, und wir nennen das ein Kollektiv, was bedeutet, wir haben keine Themen festgelegt, sondern wir machen alles, was uns interessiert, und alle möglichen Leute, die wir treffen, unter anderem auch eine internationale Flinter Hackspace-Serie, die jetzt schon 2 Folgen hat. Und dazu gehört auch dann eine Cyberstalking-Folge, würdet ihr das gerne mal hören. Die kommen immer mit vollständigem Transkript. Die Menschen, die nicht hören möchten, die können auch lesen. Das ist für uns auch ganz wichtig. So, das sind die 2 Sachen. Genau. Schön. Hey. Dann. Als nächstes sind über die letzten Jahre sehr viele Remote-Events stattgefunden. Und da muss man wirklich sagen, das fing schon auf dem ersten Event, dem Ersatz-Easter Hack quasi an. Dann wurde es immer wilder. Dann wurden plötzlich 7 Millionen Pixel in dieser Work-Adventure-Map verbaut. Ist dann so dermaßen eskaliert im Jahr drauf, dass wir einen ganzen Workshop-Stream, Talk-Stream quasi in das Remote-Event am Ende des Jahres eingespeist haben, womit wir einen BigBlueButton-Server gecrashed haben mit 200 Leuten in der Q&A. Und auch wir hatten eine Q&A, die 1,5 Stunden lang war. Das war die Q&A, wo ein Flinter-Panel darüber geredet hat, wie es ist, IT-Security in der IT-Security zu arbeiten. Die Q&A ging 1,5 Stunden lang, und ich glaube, danach musste man die Leute immer noch aus dem Server rausschmeißen. Aber, ne? Was es bedeutet, ist, dass wir zum einen in den letzten Jahren auf den physischen Events sehr aktiv und viel größer geworden sind und auch im virtuellen Raum deutlich mehr Präsenz gezeigt haben.
Dann haben wir heute Morgen mal nachgezählt, nachdem wir nochmal so 60 Hexen heute Morgen subskribiert haben. Und wir sind jetzt 781 Hexen. Und was macht man dann? Man gründet seine eigene Konferenz. Wir werden 2025, also in 2 Jahren, eine Hexenkonferenz machen. Okay. Und wir werden euch möglicherweise Richtung Ende 2024 erzählen, wo genau, wann genau und wie viele Leute kommen können, weil das ist das erste Mal für uns. Dementsprechend machen wir das genauso groß, wie wir das im Griff halten können, damit unser Orga-Team danach immer noch glücklich ist. Aber das ist die letzte Ankündigung und damit bin ich fertig. Okay. Dann vielen Dank für diesen Bericht und wir sind gespannt, was noch passiert. Dann bitten wir gleich im fliegenden Wechsel einen bekannten Gast auf die Bühne, der schon mal da war, der Linus, und dazu THS. Ich überreiche euch die Keule der Kommunikation. Linus, was hast du jetzt wieder kaputt gemacht? Das war schon kaputt. Das war schon kaputt? Hört man mich? Nee, hört man. Wir meinen nicht das Mikro. Eben ging es noch. Das Mikro. In die Hand genommen. Und das ist kaputt. Versuch das mal. Nimm du mal das. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann leg wieder weg. Setz dich schon mal hin, ich komme gleich. Ja? Ja, ja. Wir haben nichts kaputt gemacht. War schon kaputt. Hast du nichts kaputt gemacht. Das war schon kaputt. Genau. Wir reden einfach jetzt über ein Thema, über das ich auch gerne rede, aber ich rede mal nicht, ich stelle Fragen. Wir reden über Staatstrojaner. Da sind ja mehrere, also generell ist das schon kaputt, ne? Da muss man nicht mehr viel kaputt machen, das ganze System. Aber da ist jetzt auch noch jemand oder eine Firma. Die ist auch kaputt gegangen, ja. Die ist ja nicht nur kaputt gegangen, die ist auch weg. Leider, leider. Eine Folge, denke ich, einer Strafanzeige, an der du ja auch beteiligt bist. Ich persönlich nicht, nur wir. Als Teil von Let's Politik Org oder? Ich bin ja nur Moderationsservice Hahn gerade. Ach so, ja, Moderationsservice. Also ganz kurz, es gab einen Staatstrojaner-Hersteller vom Namen Finnfischer mit Sitz und Gründung ursprünglich in Deutschland, wo der Verdacht bestand, dass ein Sample dieses Staatstrojaners in der Türkei gegen die Opposition eingesetzt wurde. Und dieses Sample lag vor und es stellte sich die Frage, ob es sich um ein Schadsoftware aus dem Hause Finnfischer handelt und ob diese Schadsoftware vor einem bestimmten Datum, nach einem bestimmten Datum hergestellt wurde, nämlich dem Inkrafttreten von Exportkontrollen für Staatstrojaner. Ab dem Zeitpunkt durfte man den nämlich nicht mehr in die Türkei exportieren ohne Genehmigung. Und wir wurden gebeten von Ulf Burmeier, von der GFF, das zu untersuchen und haben dann dieses Sample genommen und haben das mit 28 anderen verglichen. Ja, 27 weitere Samples haben wir dazu getan. Ein paar davon waren bereits öffentlich schon mal in Erscheinung getreten und auch analysiert worden. Wir haben dann teilweise noch ein paar neuere mit dazu gebracht. Mit dem Hintergrund herauszufinden, ob es da Gemeinsamkeiten gibt zu den Samples, die ganz offensichtlich bewiesenermaßen zur Firma Finnfischer zu zählen sind und denen, wo das noch nicht so ganz klar ist. Und dazu zählen dann eben die Samples, die nach Eintritt dieser Exportkontrollen in der Türkei gefunden wurden. Und damit war ein Beweis erbracht, den andere auch schon erbracht hatten, dass es sich dabei um Finnfischer handelt. Wir haben den, denke ich, dadurch, dass wir quasi in diese Evolutionsreihe mit eingefügt haben, einfach noch weiter erhärtet. Weil was ihr hier in der Grafik seht, ist, dass die Finnfischer-Software im Wandel und dieses Sample fügt sich nicht nur irgendwie durch Ähnlichkeit ein, sondern auch in diese Zeitreihe. Und zweitens konnte halt durch verwendete Libraries da drin gezeigt werden, dass es eben auch nach dem Inkrafttreten der Exportkontrolle produziert wurde und damit eben der Vorwurf der Exportkontrolleumgehung sich erhärtet hat. Ich glaube, die Folge waren Hausdurchsuchungen, wa? Ja, im Moment, erstmal muss man noch erzählen, wir haben dann so ein paar Tools veröffentlicht, mit denen man halt Finnfischer
fingerprinten kann und haben dann dem Zollkriminalamt und dem BKA nahegelegt, der Bundespolizei nahegelegt, sie können das ja mal auf ihren eigenen Samples ausprobieren, weil die ja Kunden von Finn Fischer sind. Ja, da haben wir Jara Rules veröffentlicht, um die in den Virendatenbanken zu suchen. Also wir haben halt versucht, möglichst viele Gemeinsamkeiten der Samples zu finden, nicht nur Libraries, sondern auch andere Gemeinsamkeiten, die Methodik und all diese ganzen Ergebnisse haben wir ja 2019 in unserem Vortrag, also mit Ulf Burmeier veröffentlicht, mit dem Report, den Linus und ich dann veröffentlicht geschrieben haben. Ja, da sind eben auch eingeflossen sehr viele Ergebnisse anderer Gruppen, die bislang Finn Fischer Samples analysiert haben, und wir haben das Ganze eben nochmal zusammengebracht, auf Plausibilität gecheckt und das dann eben nochmal neu bewertet. Und das hat eben dem Bundeszollkriminalamt und der Staatsanwaltschaft, der wir das dann auch nochmal vor Ort in München vorgestellt haben, ganz gut gefallen. Die haben dann nämlich daraufhin auch entsprechend Ermittlungen eingeleitet. Die führten dann, wann war das, 2020, glaube ich, zu Durchsuchungen. 13 bis 15 Orten waren Hausdurchsuchungen. Ja, der stand hier auf dieser großen Slide, die wir nicht sehen. Ja, wir haben da noch eine Timeline, die ein bisschen umfangreicher ist. Ja, also es gab 15 Geschäftsräume. Ja. 2020 gab es Durchsuchungen in 15 Geschäfts- und Privaträumen, die mit der Finn Fischer, mit dem Firmenkonglomerat in Verbindung gebracht werden, gab es da Durchsuchungen. Und ja, das führte dann wiederum dazu, dass ein Jahr später die Staatsanwaltschaft München das Vermögen der Firma Finn Fischer sicherstellen wollte, weil der Verdacht im Raum steht, dass diese Gelder quasi auf illegale Art und Weise besorgt wurden. Und deswegen sollte das beschlagnahmt werden. Was tut denn also Finn Fischer als nächstes? Richtig. Stellt Insolvenzantrag. Hurra. Und man denkt, jetzt versuchen die der Strafverfolgung zu entkommen, aber die Strafverfolgung ist natürlich unabhängig davon. Deswegen wurde 2023 dann eben auch Anklage erhoben. Und die dürfen sich jetzt dafür rechtfertigen, was sie getan haben. Ich wollte noch eigentlich diese schöne Situation, dass du noch einen kleinen persönlichen Dank... Ja, das war vor 2 Jahren. Da muss ich erst nach Kanada auf eine Security-Konferenz fahren und dann da rumsitzen bei der Reception, bis dann irgendwie Leute einer Bundesbehörde auf mich zukamen, also eine ermittelnde Bundesbehörde, und sagten so, hey, danke für die coole Arbeit. Die hat uns echt viel Arbeit abgenommen. Und seitdem sind wir Hilfs-Sheriffs, Cyber-Hilfs-Sheriffs. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal Verstärkung holen. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit Flupke, und da ist ja noch so einiges kaputt gegangen. Flupke, wo bist du? Da kommt er. Warte, ich muss ihm die Handgurke noch geben. So, was hast du kaputt gemacht? Setz dich ruhig. Haben wir auch Slides? Gab nämlich eine sehr schöne Überschrift dazu. In einer anderen Reihenfolge? Ja, gut. Ich hatte eigentlich jetzt mit dem schönen Titel gerechnet von der Express-Zeitung. Ja. Anyways. Warte, ja. Komm, da ist er. Sehr gut. Also, es standen Wahlen an und die Merkel-Regierung musste mal noch schnell ein Digitalisierungsprojekt veröffentlichen. Das war mit Blockchain, oder? Das war mit Blockchain. Und das war gerade 2-3 Tage vor der Wahl kam das raus, und das war hier Andi B. Scheuer himself. Das war sein Baby, oder? Der steckte da mit dahinter. In der ID-Wallet sollte man seinen Führerschein auch speichern können. Daher also auch das Verkehrsministerium. Und Blockchain, da war natürlich sofort der Bullshit-Detektor getriggert. Also schaut man sich das mal an. Und zu deiner Verteidigung, was würdest du da sagen? So wie Linux, das war schon kaputt? Ja, das war schon kaputt. Also Lilith und ich haben uns das dann angeschaut. Und da stellte sich dann relativ schnell heraus, da gibt es ein Machine-in-the-Middle-Problem. Heißt, wenn ich mich mit der App irgendwo gegenüber einer dritten Person ausweise, dann wird nur meine eigene Identität gecheckt, aber nicht die, gegenüber dem ich mich gerade irgendwie ausweise. Das heißt, es war möglich, sich da irgendwie als Bundespolizei zum Beispiel auszugeben und zu sagen, so, jetzt hier, gib mal bitte den Personalausweis her. Und wie lange war dieses System in der Blockchain online?
Also lange gehalten hat das Ganze nicht. Es ergaben sich dann auch noch weitere Detailprobleme, wenn man sich so den Dienstleister mal genau angeschaut hat. Der hat dann ganz panisch irgendwann den Stecker gezogen nach ein paar Tagen, ist wirklich komplett offline vom Netz gegangen. Und ja, da war dann zappenduster. Und danach haben wir auch nicht mehr viel davon gehört. Was noch ganz lustig war, der Hersteller hat sich natürlich gegenüber dem Kanzleramt irgendwie für das Abschalten gerechtfertigt. Da war dann die Rede von einer Zusammenrottung aus dem Kreise der politischen Gegner mit Hacking-Affinität. Mit Hacking-Affinität. Ja. Und man sah sich da in sehr fortgeschrittenen Angriff irgendwie ausgesetzt, aber auf technischer Ebene war das irgendwie ja sehr trivial und eigentlich bräuchten wir diese Lösung halt auch gar nicht, weil wir hatten halt schon eine, die wesentlich besser war als das, was sie da irgendwie zusammengeschustert haben und ja, diese Position habe ich dann auch noch im Digitalausschuss vertreten, der Bundesregierung und sie darauf hingewiesen, liebe Leute, ihr habt ja bereits ein Personalausweis, mit dem geht das Gleiche und da habt ihr nicht dieses Machine-in-the-Middle-Problem. Da haben Leute sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, warum verschwendet ihr hier so viel Knete für irgendwie Blockchain-Blödsinn. Das Thema ist jetzt also mehr oder weniger durch, diese EID-Wallet oder was, die wird es in der Form nicht mehr geben. Aber du sagtest mir gestern in der Vorbereitung, dass sich da europäisch auf der Ebene dann gegebenenfalls doch nochmal was anbahnt. Das ist richtig. Wie ist denn dein Gefühl da so? Wie lange wird das System online sein? Ja, da warten wir jetzt erstmal ab, bis sie da irgendwie was Produktives releasen und dann wird man sich das natürlich anschauen. Ja, aber habt ihr mal mitgezählt, wie viele... Ich mache irgendwas mit ID und mit Digitallösungen, es irgendwie gab. Ich meine, es gibt Smart EID-Projekte, es gab ID-Wallet. Wie viele Projekte mit ID im Namen, auch ohne Blockchain? Es gab sehr viele Projekte, die irgendwie Blockchain im Titel trugen. Es gab auch noch die Blockchain-Zeugnisse, die auseinandergefallen sind. Stimmt, die sind auch auseinandergefallen. Ja. Das war irgendwie ein sehr guter Trigger, irgendwie, um blödsinnige Digitalisierungsprojekte auszumachen, wenn irgendwie Blockchain dran stand. Was hast du noch kaputt gemacht? Dann gab es da noch so das E-Rezept. Aber das funktioniert doch gar nicht. Wie kannst du das kaputt machen? Ja, das wollte die Gematik ganz gerne einführen. Die denkt sich nämlich die Spezifikationen dafür aus. Und der hatte sich da was ausgedacht für die Einlösung der E-Rezepte in den Apotheken, die nicht so wirklich sicher war. Das Problem hier war Authentifizierung. Wie wird sichergestellt, dass der Patient, die Patientin jetzt gerade tatsächlich in der Apotheke ist? Normalerweise gibt es ja irgendwie so einen Papier-Voucher, den man da irgendwie gibt, das Rezept, und dann wird das eingelöst. Damit kann die Apotheke das abrechnen. Das Ganze hat man jetzt digitalisiert, also hat man immer noch einen Papier-Voucher, wo dann irgendwie so ein QR-Code oder Aztec-Code drauf ist. Also, man hat das digitalisiert. Aber das ist dann nicht mehr hübsch rosa. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, der ist einfach schwarz-weiß. So QR-Code, ganz normal, ganz furchtbar. So, und wenn man da immer noch Papier hat, brauchte man natürlich auch einen digitalen Weg. Denn muss ja digitalisieren. Und da war dann die Überlegung, naja, die Versicherten haben ja alle so eine Versichertenkarte. Und damit kann man dann die E-Rezepte abholen und einlösen. Hier ist das Problem gewesen, dass die Apotheken mit den Karten keine kryptografischen Operationen machen können. Also diese Smartcards müsst ihr euch irgendwie so vorstellen wie so eine GPG-Smartcard. Da kann man Sachen mit signieren und damit zum Beispiel seine Anwesenheit bestätigen. Das Problem ist, dafür braucht man die PIN und die haben natürlich nur die allerwenigsten. Was hat man dann stattdessen gemacht? Es gibt noch das versicherten Stammdatenmanagement. Dann hat man sich dem bedient und da einen Prüfnachweis erstellt. Und das Problem mit diesem Prüfnachweis war oder ist, dass dieser E-Rezept-Server den Prüfnachweis nicht prüfen kann. Das können nämlich nur die Versicherungen, die Krankenkassen. Das wird dafür benutzt, wenn der Arzt dann am Ende des Quartals eine Abrechnung macht, dann kann er mit diesem Prüfnachweis belegen, jawohl, der Patient, die Patientin war wirklich in meiner Praxis. Aber das war halt nie dafür gedacht, von Apotheken eingesetzt zu werden. Long story short, es war für einen Apotheker, eine Apothekerin möglich, nur unter Angabe einer Krankenversichertennummer die Rezepte dieser jeweiligen Person abzurufen. Und das ist natürlich ein Problem.
dass das ja, so wenig abgesichert war. Okay, aber wann kommt jetzt das E-Rezept? Ich meine, das sollte ja schon ganz oft kommen. Ich glaube, das ist eigentlich... Vor 14 Tagen ist das gekommen. Ist das so? Ja, aber läuft das nicht jetzt irgendwie? Meine Mutter berichtete mir neulich, das wäre jetzt alles neu und noch komplizierter als vorher. Das war jetzt kurz vor Weihnachten. Also in Nordrhein-Westfalen. Ich dachte, das wäre jetzt schon am Start. Also ich habe mehrfach Vorträge zum E-Rezept gehalten und ich musste da regelmäßig die Timeline updaten. Ich habe noch ein bisschen mitverfolgt gehabt, wie es beim Einlösen in der Apotheke jetzt weiterging. Da hat man sich dann überlegt, okay, statt dass wir irgendwie zwei Längenbytes und dann irgendwie arbiträr Bytes für einen Prüfnachweis haben, machen wir da mal irgendwie was Strukturiertes rein, sprechen uns ab und dann kann auch ein zentraler E-Rezept-Server das prüfen. Apropos Absprechen und Server, du hast nicht nur was kaputt gemacht, du hast auch was heile gemacht. Ja, das war mal was bisschen Außergewöhnliches für Hacker vielleicht, dass sie mal irgendwie 380 bis 400 Millionen hast du gegebenenfalls dem Gesundheitssystem erspart. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Erzähl. Ja, also es geht um die TI-Konnektoren. Das sind so, muss man sich vorstellen, wie ein VPN-Router oder so eine Fritzbox steht in den Arztpraxen und verbindet die mit der Telematik-Infrastruktur. Da stehen dann halt irgendwelche Serverdienste, wo, keine Ahnung, eure elektronische Patientenakte abgelegt wird oder die E-Rezepte hinterlegt werden. Und das Problem ist, die hatten ein Zertifikat drin, das abgelaufen ist. Und das konnte man halt leider nicht, wie im Browser irgendwie einfach so wegklicken, ja, ja, passt schon, kennt man ja, weiter, sondern damit kam man dann halt nicht mehr rein. Und die Hersteller und Gematik haben behauptet, naja, fest verbaut, kann man nichts machen. Dann habe ich mir von dem Heise Zeitschriftenverlag mal so eins in die Hand drücken lassen, das auseinandergenommen, reverse-engineert und gemeinsam mit Annika dann einen Patch dafür gebaut, der beim Zugriff auf die jeweilige Zertifikatsdatei die einfach austauschte und dann ein gültiges, verlängertes Zertifikat. Also du konntest das Zertifikat online verlängern oder der Hersteller konnte das und das wussten die vorher nicht. Das wussten die vorher und haben dann aufgrund öffentlichen Drucks diese Spezifikation wieder den Herstellern freigegeben, das zu implementieren. Das haben manche auch gemacht, manche nicht. Und Geld ist jetzt leider trotzdem am Ende des Tages weg, muss man fairerweise dazu sagen, weil sie auf ein anderes Finanzierungsmodell umgestellt haben, wo es dann halt monatlich Geld gibt. Immerhin sorgt das dafür, dass die Hersteller dann nicht Elektroschrott produzieren müssen, sondern so irgendwie einen regelmäßigen Revenue-Stream haben und nicht zu solchen Methoden greifen müssen. Und kriegst du dann auch Anrufe wie der Linus, wo dann einer sagt, hören Sie mal, vielen, vielen Dank? Nein. Also es hat sich mal jemand von der Gematik gemeldet, so auch im Rahmen des E-Rezeptes. Die waren da offen für Diskussionen so und haben auch am Ende des Tages eine Lösung beim E-Rezept implementiert, die ich auch so vorgeschlagen hatte mit den Prüfnachweisen. Aber es ist jetzt nicht, dass da irgendjemand mal aus dem BMG oder aus dem vom Gesundheitsministerium anruft. Okay, dann vielen Macht Dank. Macht ihr das doch eben mal schnell und dann schmeißen wir euch drei von der Couch runter. Sorry, Anna. Anna, ich bin dir übers Wort gefahren. Danke. Dann machen wir konstruktiv, destruktiv weiter und bitten Can Torkel auf die Bühne. Can Torkel, und Can Torkel auch gleich ein Mikro in die Hand. Can Torkel, dein Mikro. Viel Spaß. Ja, riecht ihr das? Das ist das neue Öl und wenn man sich so im Internet umschaut, Splatter, Splatter, so, dann liegen da überall Daten rum. Und wir haben uns ja in der Mitte der Pandemie, sage ich jetzt einfach mal, viele Datenlecks im Internet angeschaut. Wir haben da auch einen Blogpost zu veröffentlicht. CCC meldet 6,5 Millionen Datensätze in über 50 Leaks. Das war technisch total langweilig. Das war immer das Gleiche. Das waren .git-Ordner, das waren offene MySQL-Server, das waren Testsysteme mit Produktivdaten. Aber es war ganz interessant, was da drin war. Und es war interessant, die Dinge dann mal zu melden, einzeln, und zu gucken, wie die Firmen reagieren. Wir hatten da zum Beispiel tausende 3D-Gebiss-Scans, wir hatten Fluggastdatensätze für Forderkennung einer Berliner Airline, die es da schon länger nicht mehr gab.
Ja, das war ganz spannend. Wir haben den Blogpost veröffentlicht und damit war es nicht vorbei. Wir haben eine Lernerfolgskontrolle durchgeführt und das Ganze war sehr ernüchternd. Und unser Fazit kann hier nur sein, Daten, die nicht erhoben werden, nur diese Daten können nicht verloren gehen. Ja, wir melden nicht nur eigene Sicherheitslücken und Datenlecks, sondern wir unterstützen auch dabei. Und da wollen wir jetzt ein bisschen mehr drüber reden. Wir haben in den vergangenen Monaten schon angefangen, intensiver als vielleicht davor, Leute beim Melden von Sicherheitslücken auch zu begleiten und zu erklären, wie man Lücken verantwortungsvoll findet und meldet. Ein wichtiger Punkt hierbei ist vielleicht nicht tiefer zu schürfen als notwendig. Wenn ich zum Beispiel eine offene Datenbank habe mit vielen interessanten personenbezogenen Daten, dann muss ich da nicht die ganze Datenbank dumpen, sondern es reichen vielleicht so ein paar Einträge, um zu zeigen, ich habe Zugriff, es sind echte Daten und dann kann man die Einträge zählen und spart sich das komplette Dump und dann kann man selbst die Daten auch nicht verlieren. Das wäre ganz praktisch. Trotzdem schadet es selten, auf OPSEC zu achten. Der Hacker-Paragraph ist immer noch da. Wer nun auch etwas melden möchte oder dabei Beratung braucht, darf sich gerne an disclosure@ccc.de wenden. Weitere Infos gibt es inzwischen auch auf ccc.de/disclosure und es gibt eine weitere Neuigkeit und zwar wollen wir über alle Fälle, die wir begleiten, sprechen. Viele dieser Fälle sind aber kein eigener großer Blogpost wert, aber eine kleine Randnotiz sollte es schon sein und ich glaube, die ersten 5 Fälle sind seit gestern Abend auf dieser Webseite zu finden und wir arbeiten jetzt das Backlog ab und werden nach und nach mehr und mehr Fälle der letzten Wochen und Monate dort einstellen. Damit kommen wir zu einem anderen Datenleck, und zwar zur Biometriedatenbank des US-Militärs oder vielmehr der Biometriedatenbank der Taliban, die auch wir dann geunlockt haben. Und zwar haben wir gegen August 2021, so wie viele andere auch gehört, es gab diesen spontanen Abzug aus Afghanistan und die Taliban haben jede Menge Infrastruktur, jede Menge Geräte des US-Militärs übernommen. Darunter waren auch Biometriegeräte, hier links oben zu sehen. Und diese Biometriegeräte sind aber nicht nur in den Händen der Taliban gelandet, sondern irgendwie auch auf eBay. Und damit sind sie dann auch in meinen Händen gelandet. Und ja, mit mehreren Leuten haben wir diese Geräte dann mal intensiver betrachtet und angeschaut, geguckt, was da drauf ist. Und wir waren überrascht, weil es gibt gar keinen Schutz. Wir haben das Gerät angeschaltet und dann gab es da Daten, Daten, Daten. Und zwar hochsensible Daten von 2632 Irakis und Afghanen. Dazu gab es 2300 Gesichter. Es gab knapp 3000 Iris-Scans und etwa 24.000 Fingerabdrücke und viele weitere Datenpunkte. Und ja, die lagen einfach so unverschlüsselt auf diesem Windows XP-Rechner. Wir haben die Geräte auch an uns ausprobiert, verzichteten aber daran, dann unsere biometrischen Eigenschaften auf einen .mil-Server hochzuladen. Wir haben das Ganze gemeldet und die Reaktion war ziemlich überraschend. Das US-Militär hat gesagt, ja, danke, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Wir haben auch die Bundeswehr informiert, weil die Bundeswehr auch zu den Nutzenden dieser Geräte gehört oder gehörte. Und wir haben den Hersteller angeschrieben, von dem kam gar nichts. Schade. Das Ganze haben wir vor einem Jahr ziemlich genau veröffentlicht. Dann ist lange nichts passiert und Mitte 23 wendete sich dann Special Agent an mich. Das ist immer schön, von solchen Leuten Post zu kriegen. Können wir die Geräte bitte haben? Wir waren nett, haben denen dann die 6 Geräte, die wir haben, zugeschickt. Und die Geräte kamen dann zurück an Absender. Sie haben die Geräte nicht aus diesem Paketshop abgeholt. Das war ein bisschen ärgerlich. Wir haben dann einen zweiten Versuch gestartet und jetzt kurz vor Weihnachten sind die Geräte tatsächlich angekommen. Aber auch hier ein
Ein Fazit, es ist grundsätzlich immer eine schlechte Idee, biometrische Daten in großen Mengen zentral zu sammeln. Und weil es so gut passt, das gilt nicht nur für die USA, das gilt an europäischen Grenzen, das gilt für Clearview AI und das gilt auch für die Polizei Hamburg. Hey. Dann, genau, schicken wir dich ausnahmsweise nicht von der Bühne, sondern bitten dich aufs Sofa und bitten noch eine Person dazu, nämlich Khaleesi. Herzlich willkommen. Dein Mikro findest du da. Henning, schmeiß die Brille doch nicht schmeiß weg. Schmeiß die Brille schon, du hast ein Mikro, alles klar. Zwei. Nimm mal eins, reicht. Ja? Ja, okay. Ja, nimm eins. Such dir genau, eins. Du machst nämlich, kaufst nämlich nicht nur Sachen auf eBay, du ziehst dir manchmal auch komische Tüten über den Kopf und jetzt müsste die Folie kommen. Und da ist er. Ich hätte ihn fast wieder erkannt. Sorry, wenn ich jetzt hier irgendwie de-anonymisiert habe. Warum ziehst du dir Tüten auf den Kopf und was ist diese Abkürzung? Ja, zu der Abkürzung kommen wir gleich. Ich fange einfach mal mit der Tüte an. Es gab in den letzten Jahren eine Initiative, Reclaim Your Face, gegen biometrische Überwachung. Und im Rahmen dieser Initiative waren wir auch im Europäischen Parlament und haben dort mit Politikerinnen und Politikern gesprochen und darüber gesprochen, dass wir gerne ein Verbot biometrischer Überwachung sehen würden. Und diese Tüte ist der zweitbeste Schutz gegen biometrische Überwachung. Besser wäre strenge Regulierung, ein klares Verbot. Genau, und die Tüte hast du ja in Brüssel getragen, richtig? Genau, wir waren da zu Gast im Europäischen Parlament und wir haben dann den Abgeordneten präsentiert, wie dieser zweitbeste Schutz aussieht, baten aber darum, weil das Ganze recht unpraktisch ist, den AI Act entsprechend zu gestalten. Okay, genau. Und wenn Kantorkel und ich irgendwo zusammen auftauchen, dann ist die EU auch meistens nicht weit und jetzt können wir aufklären, was EDRI heißt. EDRI steht für European Digital Rights. Das ist eine Organisation, die vor 20 Jahren gegründet wurde. Und der CCC ist auch Gründungsmitglied. Und Kantorkel und ich vertreten den CCC bei EDRI. Das vielleicht zu unserer Rolle. Genau. Und was ist denn, beschreib mal EDRI in einem Satz. Was naja, ist EDRI für den CCC? Also Erdgeist redet immer von Lobbyarbeit, bei Linus klingelt andauernd das Handy und wie ihr alle wisst, machen wir das ehrenamtlich und ihr kennt das EU-Spiel, das ist noch um einiges komplexer und nervenaufreibender als das, was unsere Bundesregierung so hinlegt. Und da war der Gedanke, das ist schon ganz gut, wenn wir Leute haben, die dafür bezahlt werden. Also wir haben ein Büro in Brüssel, die Kontakte pflegen, die auch vor Ort sind, das heißt, sich auch mit Abgeordneten treffen können und vor allem, die uns auch Veranstaltungen organisieren, so dass wir sozusagen nur dahin fahren müssen und unsere technische Expertise einfach so auch im richtigen Moment vor allem, was manchmal gar nicht so einfach abzusehen ist, zur Verfügung stellen können. Okay. Und Kantorkel, wie ist es jetzt eigentlich ausgegangen mit der Papiertüte in dem AI Act? Das ist eine sehr gute Frage. Die erste Pressemitteilung zu dem AI Act las sich furchtbar. Da sieht es so aus, als ob die Ausnahmen für Strafverfolgung viel zu groß sein werden. Allerdings kennen wir den endgültigen Text noch nicht. Insofern ist es schwierig, da jetzt was Konkretes zu sagen, aber erstmal ist das Gefühl ziemlich schlecht. Okay, das heißt, es gibt ein fertiges Gesetz, aber wir kennen den Text nicht. Das ist schon komisch, oder? Vielleicht ist der Text auch noch gar nicht fertig. Okay, vielleicht ist der Text auch noch gar nicht fertig. Na gut, das heißt, es bleibt spannend. Spannend bleibt es auch bei dem anderen großen EU-Thema, das, glaube ich, so dein Lieblings-Like- und Magen-Thema ist. Ja, Chatkontrolle bleibt weiterhin spannend. Heute ab 19.15 Uhr hier in diesem Saal. Und mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht zu sagen. Genau, wenn wir nicht so weit überziehen, dann dürft ihr auch pünktlich anfangen. Deshalb sind auch noch nicht alle Vortragenden da, ist alles gut. Sehr gut. Und wenn letzte Worte, wenn Menschen jetzt sich denken, Mensch, das mit der EU finde ich auch spannend, wo fängt man an, sich darüber zu informieren, wie man sich auf EU-Ebene politisch einbringen kann? Ist es einfacher oder ist es schwerer als in Deutschland? Ah.
Also wir haben ja EDRI, das heißt, wir haben sozusagen ein professionelles Office, was sich gerne kümmert und auch gerne Kontakte herstellt. Und das Problem, was wir überall beobachten, ist dass die Leute, die technisch versiert sind, nicht so richtig angehört werden. Und wenn, dann wird es gerne ignoriert. Aber das andere ist auch, dass es nicht so viele Leute wie Flipke oder uns gibt, die auch auf Europaebene ihre technische Expertise zur Verfügung stellen. Und wir haben so einen extremen Komplexitätszuwachs, was Technik angeht, und dementsprechend komplex werden auch die Regulierungen. Und wenn dann da PolitikerInnen sitzen, die keine technische Expertise haben, kommen da natürlich auch Sachen bei raus, die irgendwie weder in unserem Sinne noch sinnvoll sind. Und dementsprechend lade ich euch alle ganz herzlich ein. Guckt euch mal an, die EU Legislative Train, was denn gerade alles so abfährt, schaut bei EDRI vorbei. Und wenn ihr euch gerne einbringen wollt, es gibt viele Arbeitsgruppen zu aktuell laufenden Dingen bei EDRI, dann meldet euch bei Kantorkel oder mir. Bei mir. Genau. Okay, dann vielen Dank, einen großen Applaus und hier an. Kalesi und Kantorkels, vielen, vielen Dank. Dir fällt das Mikro aus der Buchse. Geh dich kurz ankleiden. Ich übernehme hier kurz und wir haben Ruru. Und Ruru wird uns was über junge Menschen im Chaosumfeld erzählen. Du brauchst ein Mikrofon, gut, dass du das sagst. Welches willst du? Komm, nimmst du das in die Mitte. Chaos Herz ist eine selbstorganisierte Gruppe von jungen, technikinteressierten Wesen unter 25. Wir wollen einen niederschwelligen Einstieg ins Chaos bieten. Dafür veranstalten wir regelmäßig Geekends, das nächste in Bochum im Februar und danach im Sommer in Dresden. Dort hacken und diskutieren wir und manchmal laden wir auch erfahrene Boomer ein. Unsere Geekends sind kostenfrei, also wenn ihr Bock habt, bildet Banden, klickt euch ein Ticket, wir sehen uns in Bochum. Und folgt uns auf Mastodon. Okay, dann. Also ich dürfte auch kommen, sagst du. Ich dürfte auch kommen, sagst du. Wenn wir dich einladen? Ja. Danke, danke. Okay, dann machen wir gleich weiter. Da geht es auch um spannende Sachen, nämlich mit Miri. Und Miri erzählt uns was zum chaotischen Katalysatorstipendium. Und das ganz ohne Autos. Richtig, danke. Genau, das chaotische Katalysatorstipendium ohne Autos fördert seit Oktober 22 wissenschaftliche Masterarbeiten in Höhe von, also mit 1.500 Euro pro Arbeit. Das Geld kommt derzeit vom CCC. Warum macht das Chaos sowas? Vielleicht nochmal die Folie, da steht es nämlich. Da ist die Grunddanke. Genau, die Grundidee findet ihr so ein bisschen auf der Folie. Es geht um mehr Aktion statt Reaktion auf die Gesamtscheiße und damit mehr Richtung Transformation und Utopien schaffen. Heißt, wir möchten wissenschaftliche Arbeiten fördern, die sich die Informationstechnologien angucken und den Einfluss auf die Gesellschaft sich genauer anschauen und dabei auch Ideen entwickeln, wie utopische, da stand es, es sind andere vorhin, als ich dachte, wie utopische Technikzukünfte gedacht werden können und vor allem auch gelebt werden können. Jetzt bin ich aus dem Konzept, weil das wieder andere Folien sind. Egal, ich gucke da einfach nicht hin. Genau, wie die gelebt werden können, das alles soll auf Grundlage der Hack-Ethik stattfinden, die uns ja bei der Eröffnung nochmal sehr schön auch illustriert von Mulana beigebracht worden sind. Die Idee ist, dass das aus Perspektive der Natur- und Technikwissenschaften natürlich passieren kann. Wir wünschen uns aber ausdrücklich Bewerbungen aus den Sozial- und Geisteswissenschaften, heißt auch soziologische Erhebungen oder philosophische Abhandlungen sind sehr willkommen. Genau, wir haben bis jetzt, ich glaube, 46 Bewerbungen schon bekommen innerhalb dieses einen Jahres. Wie entscheiden wir das, wem wir das Geld geben? Da gibt es einen Beirat, der besteht derzeit aus sechs Wesen des Chaos, und zwar Scammo, Jane Pie, Lemon Bite, Lana, Pico und mir.
Damit haben wir auch eine relativ große Bandbreite, was so fachrichtungsmäßig ist. Könnte noch ein bisschen besser sein. Genau, und dann haben wir ein total ausgefuchstes System. Wir haben ein Tool, wo wir mittels Punktevergabe und neuerdings auch Dezimalzahlen uns irgendwie entscheiden, wie wir da Entscheidungen treffen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal ist die Idee total super, aber irgendwie ist unklar, mit welcher Methode. Also wir schreiben oft auch nochmal an die Einreichenden zurück mit Nachfragen oder diskutieren untereinander, wie wir dieses Geld, wem wir dieses Geld geben wollen. Genau. Aktuell haben wir vergeben, also wir vergeben 4 Stipendien pro Semester. Das heißt, wir haben aktuell 8 Stipendien vergeben im letzten Jahr. 3 Arbeiten sind schon fertig geworden und 5 sind in Progress. Die Idee ist, den fertigen Arbeiten dann auch im Chaos nochmal eine Plattform zu geben. In chaosnahen Podcasts oder in der Datenschleuder oder auch auf Events wie diesem. Das haben wir versucht. Wir wollten die 3 AutorInnen der 3 fertigen Arbeiten einladen und denen hier eine Bühne geben. Die Einreichung ist nicht angenommen worden, deswegen stehe ich jetzt hier. Genau, ich möchte trotzdem kurz die Titel einmal sagen, dieser 3 fertigen Arbeiten. Ihr könnt auch also auf der Website unter Blog, könnt ihr euch die auch angucken. Die erste fertige Arbeit hat sich beschäftigt mit Selbstwirksamkeit und Empowerment in offenen Werkstätten in der Lausitz. Die zweite fertige Arbeit handelt von der Möglichkeit oder auch der Unmöglichkeit, digital mündig zu sein. Und die dritte fertige Arbeit hat sich mit einem Leben ohne Smartphone beschäftigt und trägt den Untertitel Geografien der Entnetzung in einer medialisierten Welt, glaube ich. Genau. Habe ich was vergessen? Ich gucke jetzt mal auf meinen Zettel. Habe ich noch Zeit? Sind noch 42 Sekunden haben wir noch. Das da haben wir mit, dachte ich. Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. Genau, also kommt auf unsere Website, bewerbt euch, wenn ihr irgendwie nächstes Jahr eine Masterarbeit vorhabt. Wir freuen uns. Verbreitet die frohe Botschaft, also vielleicht auch, wenn ihr einfach an der Uni arbeitet. Wir können, die Plakate hängen ja auch überall so ein bisschen aus. Wir haben noch ein paar, also schreibt uns einfach, wenn ihr Plakate aufhängen wollt, Flyer verteilen wollt. Wir haben auch so einen Text, den man per E-Mail ganz gut einfach weiterleiten kann an einschlägige Institute. Du kommst mir näher. Genau, wenn ihr mitmachen wollt. Du musst ja nicht gleich weg. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch auch gerne und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Miri, danke, danke. Jetzt habe ich hier auf meiner Liste den Paki stehen. Der Paki, der kommt aus dem deutschsprachigen Teil unseres Nachbarlandes und wird uns jetzt über die Netzpolitik in der Schweiz erzählen. Genau, vielen Dank. Ja, grüezi, bonjour, buongiorno, buddi. Das heißt, hallo auf alle 4 Landessprachen in der Schweiz. Nun, in der Schweiz haben wir auch diese komische EID. Das hat uns die letzten 4 Jahre jetzt sehr beschäftigt. In der EU kennt man das, glaube ich, aus der EIDAS-Verordnung. Und in der Schweiz hat man dann auch gesagt, es ist vielleicht gut, wenn sich Leute im Internet ausweisen können. Nun war der erste Gesetzentwurf so schlecht, dass wir da ein Referendum ergreifen mussten. Er war so schlecht, dass wir die netzpolitische Community in der Schweiz aktivieren konnten und 20.000 Menschen vom Cyber in den Meatspace transformieren konnten, die dann auf die Straße gegangen sind und Unterschriften gesammelt haben. Ja, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Und der Entwurf war so schlecht, dass wir nicht nur das Referendum durchgebracht haben. Der Entwurf war so schlecht, dass wir dann auch das Stimmvolk überzeugen konnten, dass dieser Vorschlag so schlecht ist, dass man den nicht annehmen kann. Es wurde vorgeschlagen, dass man Großunternehmen die Möglichkeit gibt, hoheitliche Ausweise im Internet auszustellen, was halt nicht geht. Was aber das viel wichtigere ist, wir haben diese Abstimmung jetzt durchgebracht. Das heißt aber, wir sind jetzt referendumsfähig. Und das heißt in der Schweiz, wir müssen angehört werden. Wir als Community müssen angehört werden. Wenn irgendwas mit Cyber oder so rumschwirrt in den Gesetzen, weil sonst müssen wir dann halt wieder hergehen und sagen, schönes Gesetz habt ihr. Es wäre ja schade, wenn jemand das Referendum ergreift. Ja.
Nun, wir haben natürlich nicht gesagt, nee, mach dieses Gesetz nicht. Wir haben auch organisiert, dass am Tag nach der Abstimmung fünf Fraktionen, alle Fraktionen im Nationalrat eine Motion eingereicht haben, die gesagt hat, doch, die EAD wollen wir schon, aber schreibt bitte ganz oben hin Datensparsamkeit, weil das hat im originalen Gesetz gefehlt. Und jetzt haben wir gerade den neuesten Entwurf bekommen. Und mein klar, wir sind nicht zufrieden damit, muss man klar sagen. Wir müssen dranbleiben. Also ist natürlich schon sehr viel besser als der erste Wurf. Gerade im Stichwort Überidentifikation, dort hätten wir gerne noch einen Strafstatbestandteil drin gehabt. Das heißt, wenn ihr zu viele Daten verlangt, dann macht ihr euch strafbar. Ist leider jetzt irgendwie mit komischen Sperrlisten oder so vorgesehen. Also da müssen wir nochmals dahinter gehen, aber es ist grundsätzlich schon mal gut. Vielleicht ein bisschen früher einmal. Jetzt, was mir auch sehr am Herzen lag, war Jugendhack. Ihr seht hier das Bild. Wir haben das wieder mal in die Schweiz gebracht. Das war vor ein paar Jahren schon in Beringen mal. Und für uns ist es natürlich wichtig, weil ich kann ja hier nicht immer als alter weißer Mann auf der Bühne stehen, sondern wir brauchen auch Nachwuchs und die wachsen halt nicht auf den Bäumen. Und wir haben also 50 Mentorinnen und TeilnehmerInnen zusammengebracht. Die sind dann bei uns im Hackerspace in der Bitwäscherei zusammengekommen und haben dort 2,5 Tage eine Idee von Anfang bis zum Schluss unter Anleitung von Mentorinnen durchgezogen. Und es war wirklich schön zu sehen, was da rausgekommen ist und diese Kreativität der nächsten Generation. Und ich bin sehr zuversichtlich, was die nächste Generation angeht. Und ja, die Details sind noch nicht klar, aber ich werde mich sehr stark dafür einsetzen, dass wir auch nächstes Jahr wieder so eine Veranstaltung durchziehen können. Hoffentlich mit ein paar mehr Teilnehmerinnen, aber das kommt noch. Und was ihr hier auch seht, ganz unten, das kleine Bild, ist der Winterkongress. Der wird jetzt nächstes Jahr am 1. und 2. März wieder stattfinden. Es ist bereits die 7. Ausrichtung des Winterkongresses. Wir hatten in den letzten Jahren so um die 500 Teilnehmerinnen. Und wir sind dieses Jahr im Casinotheater in Winterthur. Und Ticket und Programm sind online. Man darf sich Tickets kaufen, falls ihr auch mal in die Schweiz kommen wollt. Falls ihr noch Fragen habt zu Netzpolitik in der Schweiz, wir sind im About Freedom Cluster mit einem Tisch dort präsent. Und wir treffen uns heute Abend ab 23 Uhr in der Späti-Bar auf einen Junk. Super, okay. Sehr gut. Paki, wie soll ich sagen? Merci vielmals. Okay. Ade und auf Wiederluke. Als nächstes haben wir eine Sofa-Runde, da freue ich mich jetzt besonders drauf. Da würde ich gerne auf die Bühne bitten, den Aal, den ND und SMTV. Aal. Was ist los? Was denn das? Wo ist dein Gesicht? Jetzt bin ich etwas sprachlos. Egal, macht euch das bequem. Und wir erzählen, oder wir sprechen jetzt wir mal kurz. Erzählen gar nicht. Wir erzählen gar nicht, doch, wir fragen. Das ist ja Sinn und Zweck von der Suff. Komm, ich komme mal bei dich bei. So, ihr erzählt uns mal erstmal vom Easter Egg, weil beim Camp kann ich nämlich miterzählen. Erzähl mal vom Easter Egg. Nee, war gut, ja. Wir haben uns gefreut, zu Ostern, zum Easter Egg, in Hamburg eine Veranstaltung zu machen und so mit 999 Leuten natürlich nur. Und war gut. Also war gut. Ja, war wirklich, also es war mal wieder ein schönes Event. Aber war das das erste, was so richtig so mit Präsenz und so war? Gab vor Corona schon mal welche, aber. Also ich meine so vor. Nee, also war tatsächlich, war schön einfach mal wieder zu merken, okay, Menschen brauchen das. Und 50 Herzbräune ist zwar schön, aber so Leute zu sehen macht Spaß. Und hat insbesondere mich auch ein bisschen motiviert für dieses Jahr. Es war ja nicht das einzige Event. Und wir haben so als Hamburgerinnen uns gefreut, festzustellen, wir können das noch und würden uns auch freuen, das 2025 wiederzumachen. Also falls jetzt jemand einen Kalender hat, tragt euch das mal ein. Wir werden das mal wieder anschieben.
Ja, das ist eigentlich so ansonsten nette kleine Veranstaltung. Es gibt immer Brötchen durchgehend, das ewig währende Frühstück und nette Menschen. Und man soll sich eine Tasse mitbringen, ne? Oder war das eine andere Frage? Ja. Nee, Tasse kann man mitbringen. Wir hatten diesmal auch welche. Wer eine hat, geht immer besser bei euch. Bitte? Das wird immer besser bei euch. Das ist super bei uns. Ein Nachteil hat die Tasse. Sie passt in Geschirrspüler, man sollte sie nicht reinpacken. Wer eine hat, weiß, was ich meine. Du sagtest 25, 24 nicht? Nee, wir finden das ein bisschen übergriffig zu sagen, wir machen es immer. Außerdem ist es super anstrengend, auch Veranstaltungen zu machen. Und andere sollen das auch erfahren dürfen. Und deswegen geht das 24 woanders hin. Außerdem ist in Hamburg das Wetter richtig schlecht. Das Wetter ist super, auch zu Ostern. Hört ihr nicht zu. Wir hatten nicht nur Easter Egg, wir hatten auch noch ganz viele andere Veranstaltungen. Dieses Jahr hatten wir sogar wieder ein Highlight. Wir waren in Mildenberg zu Gast und durften da das Camp ausrichten. Wer erzählt mir denn mal vom Camp? Also außer, dass du jetzt die Wette verloren hast mit dem Bagger und den Stecker da nicht reingekriegt hast. Das war kein Bagger. Entschuldigung, das war kein ein Stapler. Flurfahrzeug? Flurförderfahrzeug, einige nennen es Gabelstapler und einen schönen Gruß geht raus ans ZDF. Und mehr hast du zu dem Camp, haben wir zum Camp nicht zu erzählen. Doch, doch. Ja. Bestimmt. Also was man dazu erzählen konnte, ist das Camp, was alle 4 Jahre stattfindet. Das haben wir jetzt dieses Mal, das erste Mal, ohne die tatkräftige Unterstützung der Pionenspitze gemacht, mit dem wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben. Das war sehr aufregend. Dabei haben einige Leute sehr viel gelernt, einfach weil wir sehr viel mehr gemacht haben, als wir vorher selber gemacht haben, so als Kerngruppe aus dem CCC. Das haben uns vorher zu Teilen andere abgenommen. Da haben wir uns sehr viele externe Kompetenz dazu geholt. Dieses Netzwerk, was DJ Spock auch schon erwähnt hat, in seinem Club Culture Beitrag. Wir haben beim Camp sehr viele befreundete Gruppen dabei, aus Festivals, aus Wohnprojekten, aus anderen Projekten. Ja. Okay, und was hast du beim Camp gemacht? Du hast gepuzzelt, oder? Ich habe groß gepuzzelt. Wir hatten also mit dem Village-Team zusammen, wir hatten da so rund 200 Grüppchen, die alle irgendwie ein bisschen Platz wollten und ganz viele da auch sehr viele schöne Dinge mitgebracht haben, um da aufzubauen, bis hin zu, also von so kleinen, dezenten Dingen bis hin zu seriös großen Bühnen, auf denen erstaunlich viel Content lief, auch sehr hochqualitativer Content, manchmal auch einfach nur Spaß, aber alles wunderschön, ein großer Abenteuerspielplatz. Dieser Ziegeleipark. Kann man also gerne wieder machen, ganz generell. Ein Camp sowieso. Und einen ganz großen Applaus für alle Gruppen, die da so viel Schönes gemacht haben. As seen from space. Es gibt Sentinel-Bilder, wo man dieses Camp from space sieht. Das ist aber schöner, das ist bunter. Ah. Ah, du tust tief Luft, du wolltest was sagen. Ja, ich möchte einfach mal, wenn ihr durch solche Veranstaltungen geht, auch durch diese, und ihr Menschen seht, die irgendwie an den Türen sitzen oder sonstigen Kram machen, gebt denen mal positives Feedback, weil ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe zwar viel Zeit reingesteckt, aber jede einzelne Person, die da hinkommt, ist halt Grund, sich zu motivieren. Also auch die ihr hier seid, könnt euch selber mal beklatschen und vor allen Dingen die Leute, die hier einfach ganz viel Arbeit machen. Wir sitzen zwar viel an den Tischen und besprechen ganz viel, aber das geht nicht ohne die Leute, die halt jedes Mal hierher kommen. Und das ist mir insbesondere sehr wichtig, dass sie ihre Anerkennung auch erfahren. Dann würde ich den Wetter bitten. Wetter, kannst du schon mal hinten, könnt ihr schon mal die Karte aufmachen? Die Karte aufmachen, das wäre der nächste Slide gewesen. Die ist unvollständig, genau, mit Sicherheit. Es gibt nämlich nicht nur das Camp und es gibt nicht nur den Kongress oder das Easter Egg. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Chaos- und chaosnahe Veranstaltungen in Deutschland. Ja, also nicht nur Kongress ist geil und nicht nur Camp ist geil. Es gibt viele, viele andere Sachen, auch außerhalb von Deutschland. Schaut euch einfach mal um. Wie gesagt, unsere Karte wird hier nicht komplett sein, wie ich unsere Leute kenne. Da wird die Hälfte fehlen. Aber was willst du machen? Guckt euch das an. Wir bauen um. Haben wir noch irgendwas, was wir ergänzen müssen? Letzte Worte? Nee. Camp machen wir nochmal. Ganz viel Spaß auf dieser Veranstaltung. Ja, wir haben ja noch 2 Tage. Dann gut. Danke euch für alles. Dann machen wir gleich weiter hier.
Und jetzt haben wir wieder ein Highlight, und zwar wieder aus unserem Nachbarland. Diesmal begrüßen wir unsere Österreicher. Und da holen wir den Stoni, den Esti und dem Stoni seine Dolmetscherin. Da haben wir drei Leute hier. Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Da sind sie. Dem Esti klebe ich direkt mal eine Handgurke. Du kriegst auch eine. Ach nee, du bist verkabelt. Super. Dann nimm Platz. So, ihr kommt aus Wien. Ja. So, dann erzählt doch mal. Ja, genau. Also, was ich sehr gerne erzählen möchte, wir sind ein kleines Land in Österreich und da gibt es ein kleines Dorf, und zwar Wien. Und in einem kleinen Keller gibt es dort das Metalab. Genau, und vor 2 Jahren bin ich das erste Mal mit dem Projekt Mach's auf eben in Kontakt gekommen, wo ich auch selber mitarbeite. Und das ist eben das Ziel, das Metalab als Hackspace zugänglich für gehörlose Menschen zu machen. Und ich bin da hinzugekommen, und da im Metalab ist es so, dass es regelmäßig einen C3W, C3 Wien Stammtisch gibt. Und ich und meine gehörlose Mitperson, wir haben gedacht, wir möchten auch gern bei diesem Stammtisch natürlich dabei sein, aber die Kommunikationsbarriere ist vorhanden. Und wir haben dann eben zusammen versucht, beim CCC anzufragen, ob es möglich ist, ein Budget zu finden, damit die Dolmetschleistung bezahlt werden kann. Und wir haben dann tatsächlich ein Budget bekommen. Und so hat es dann begonnen, dass wir regelmäßig bei den C3W-Stammtischen Dolmetschung für Gebärdensprache und Deutsch dabei hatten, für österreichische Gebärdensprache und Deutsch. Und was in dem Fall dann passiert ist, ich habe eine Person kennengelernt oder mehrere Personen, die nicht gebärden können, wie zum Beispiel auch Esti hier. Und ja, so hat es dann auch begonnen, dass wir gemeinsam zum Beispiel ein Projekt gemacht haben und einen Vortrag über das Fediverse gemacht haben, wir beide, und es wurde auch aufgezeichnet. Genau so hat es seinen Lauf genommen. Und bei den Stammtischen habe ich auch eine Person kennengelernt, mit der ich jetzt ein privates Projekt machen kann. Ich habe Multiple Sklerose, und ich habe dann die Idee gehabt, dass es super wäre, einen Tauchanzug irgendwie zu hacken, dass man damit elektrische Impulse geben kann, dass ich einfach das für mein Privatleben nutzen kann mit der Krankheit Multiple Sklerose. Das habe ich nämlich gesehen, dass es da ein Projekt gibt. Ich möchte das auch machen. Und durch die Stammtische war es mir möglich, eben, dass ich dann eine Person kennengelernt habe, die mir auch dann bei diesem Projekt hilft, oder dass wir das Projekt gemeinsam weitermachen können. Dankeschön. Okay. Esti, ich habe euch gestern gesehen, du hast ja auch angefangen, das zu lernen, zu gebärden, oder? Ja, genau. Also generell in diesem C3W-Umfeld haben ein paar davon angefangen zu gebärden, was eben auch den Alltag nochmal unterstützt, weil man hat ja nicht nur diesen Stammtisch, wo man dann zusammenkommt und vielleicht auch mal Deep Talks hält und so, sondern man will ja auch im Alltag irgendwie kommunizieren können. Hey, ich gehe jetzt kurz einkaufen, brauchst du auch etwas? Hey, ich habe irgendwas gekocht, da gibt's was. Das muss ja auch irgendwo noch im Alltag unterkommen, wenn man nicht nur am Stammtisch sich trifft. Ist das schwierig? Ist das schwierig? Das ist wie jede andere Sprache. Also ist wie eine komplette Sprache. Bei der Vorbereitung wurde ich noch mal erinnert an die Gebärdensprache im Deutsch ist anders als die Gebärdensprache im Österreichisch. Und die Schweizer haben auch noch mal einen eigenen Dialekt. Das ist irgendwie irre, dass Gebärdensprache dann auch Couleur hat. Aber Stoni, hast du dann auch verschiedene Gebärdensprachen gelernt zum Beispiel? Also verstehst du deutsche Menschen, die in deutscher Gebärdensprache gebärden? Ja, also Gebärdensprachen haben Dialekte, ja, und ich kann auch einzelne Gebärdensprachen. Deutsche Gebärdensprache, ein paar Gebärden, ja. Du hattest mir gesagt, dass die Österreicher die Deutschen einfacher verstehen als die Österreicher, die Deutschen die Österreicher. Ist das richtig? Also eigentlich wie in der echten Sprache. Ja, das stimmt. Das ist ganz richtig, ja.
Okay, aber ja, darum rede ich jetzt auch Hochdeutsch und nicht im Dialekt, weil sonst müsste ich rede auch kein Hochdeutsch. Also davon, von da aus, gib hier ruhig Gas. Also das ist, und bin mir sicher, wir würden uns verstehen. Aber was ist die Gebärde in Österreichisch für oder in österreichischer Gebärdensprache für Hacker und Hackerin? So. Okay. Das also der gekrümmte Zeigefinger auf der Handfläche. Okay. Aber was ich mag, ist die Gebärde für Nerd. Das ist einfach zu merken auch. Die Pillengeber. Ja, top. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Müssen wir noch irgendwas adressieren? Ja, bitte. Und zwar möchte ich auch noch mal sagen, das CCC hat es ermöglicht, damals die Dolmetschung ein Budget zu bekommen. Aber wir möchten auch in der Zukunft unabhängig diese Dolmetschung finanzieren können. Und wir haben einen Verein gegründet, und zwar das Gebärdenverse. Und wir sind da aktuell auf der Suche nach anderen Vereinen, die vielleicht als Mitglied auch in unserem Verein teilwerden können, somit durch Mitgliedsbeiträge und Spenden auch das zu ermöglichen, dass wir unabhängig vom CCC ein Dolmetschbudget dann haben, das wir weiterhin verwenden können für unsere Veranstaltungen. Und hier habe ich dann auch noch eine Postkarte und da möchte ich auch ein bisschen Schleichwerbung jetzt machen für unseren Verein. Also schick. Da ist auch das Fingeralphabet drauf. Das wo finden euch die Leute? Ihr habt ein eigenes Assembly hier, oder? Genau, unten eigentlich beim MetaLab. Das ist in der unteren Halle, im unteren Assembly, eigentlich recht in der Mitte. Halle 3, glaube ich, ist das. Halle 3. Okay, es gibt ja C3NAF, das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Wo früher das Hackcenter war mit den kleinen Lichtern oben. MetaLab ist der Suchbegriff. Okay. Dann vielen, vielen Dank euch. Und ich hoffe, es wenden sich interessierte Menschen an euch. Ja. Wir sind vielen, gespannt. Vielen Dank für den Eindruck aus Österreich. Und Stoni, Esti und die Dolmetscherin. Danke. Gerne. Danke. So, dann bist du dran oder ich? Ich bin dran. Dann wir rufen jetzt nach Geschichten. Oder besser, wir rufen nicht, sondern Mulana und Fabi. Aber haben wir Mikros? Ja klar, haben wir Mikros. So, eins von mir, das nächste von Henning. Du hast keine Stunde Zeit. Ja. Hallo? Ja, hallo. Also ich gehe. Klingt leise. Okay, jetzt funktioniert es. Sehr schön. Ja, der Chaos Computer Club ist ja seit diesem Jahr im besten Alter, 42. Und, und aus dem Grund haben wir uns gedacht, es ist Zeit, mal einen Schritt zurückzutreten und uns zu überlegen, wohin wollen wir eigentlich mit diesem Club und mit der Gesellschaft im Allgemeinen? Und wir dachten, wir fördern die kreative Bearbeitung von diesem Thema finanziell und rufen deshalb zum Call for Stories auf. Ist es da? Ja, okay. Schickt uns eure Ideen und Visionen. Und aus wissenschaftlicher Sicht nähern wir uns dem Thema ja bereits. Es gibt ja schon das Katalysatorstipendium ohne Autos, was wir gerade gelernt haben. Und wir wollen uns jetzt nicht nur aus der wissenschaftlichen Richtung dem ganzen Thema der Utopien zuwenden, sondern auch aus der künstlerischen Richtung. Und dafür haben wir auch wieder einen Beirat gegründet und haben jetzt beschlossen, wir wollen Dystopien nicht nur verhindern, sondern wir wollen auch eure Utopien sehen. Und wie sollen die aussehen und wie wollen wir das tatsächlich schaffen? Und das wollen wir künstlerisch erreichen. Genau, also channelt eure künstlerische Ader, überlegt euch ein paar Konzepte. Das können sein Bilder, Videos, Texte, Audio, Comics, Spiele und so weiter, was euch einfällt, alles dazwischen. Wichtig ist, dass das Ganze irgendwie online erlebbar ist, damit da jeder Zugang hat. Aber zusätzlich zu der Online-Präsentation wird das Ganze auch noch beim 38C3 im nächsten Jahr vorgestellt. Natürlich mit Sekt und Schnittchen. Also eine richtige Vernissage machen wir dann hier. Mal gucken, wie gut wir das hinbekommen. Und für die Leute, die vielleicht keinen Sekt mögen, vielleicht schaffen wir da noch ein paar andere Getränke ran. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnte so ein Projekt denn aussehen?
Das könnte zum Beispiel sein der Chaos Communication Camp Solarpunk Simulator, wo man dann den Strom, die Stromproduktion und Verbrauch managen muss, die Engelschichten koordinieren muss und natürlich immer dafür sorgen muss, dass die Bewohner gut mit Waffen und Schunk versorgt sind. Es könnte aber auch zum Beispiel sein, ihr nehmt einfach zusammen mit ein paar Leuten ein cooles Hörspiel auf über das Leben in einem Land mit einem perfekt funktionierenden Nahverkehrssystem. Oder naja, gut, das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, weil da wird ja alles funktionieren. Wir machen einfach eine Behörde der Zukunft und dort spielt dieses Hörspiel und die Leute erzählen von der bösen, wilden, furchtbaren Vergangenheit der Faxgeräte. Und plötzlich geht's dann weiter und die ganzen Behördenvorgänge enden mit einer persönlichen Glücksmelodie. Oder ihr baut euch einfach eine Zeitmaschine, ganz einfach, reist damit in die Zukunft, dreht einen Dokumentarfilm über den ersten Katzenohren-Trachtenverein, reist rechtzeitig wieder zurück und präsentiert den dann auf dem 38C3. Genau, noch kurz zu den Zahlen, dann sind wir auch schon wieder weg. Ihr könnt euch ab Januar bewerben. Im Januar schalten wir das Tool frei und wir sind auch für euch da, falls ihr Fragen habt. Wir machen Online-Sprechstunden. Falls ihr eine Idee für ein Projekt habt, aber nicht wisst, ob das da so gut reinpasst, dann machen wir das alles gemeinsam, besprechen die Projekte. Wir sind auch mit Rat und Tat während der gesamten Projektphase dabei, um das dann pünktlich zum 38C3 fertig zu haben. Und am 29.02. wollen wir alle Projekteinreichungen haben. Das ist für Chaos sehr kurz, ich weiß, das ist jetzt, sind jetzt 2 Monate. Aber ich glaube, ihr kriegt das hin und wir freuen uns auf künstlerische Einreichungen. Genau, schickt uns eure Utopien. Wir sind gespannt und wir freuen uns auf die Schnittchen. Dankeschön. Dann würde ich nochmal Volkorn auf die Bühne bitten, diesmal mit weniger Bürokratie, aber dafür der Datenschleuder und einem neuen Projekt. Ja, genau. Moin. Wir haben ja gerade gelernt, der Club ist schon 42 Jahre alt. Und in der Kinderzeit des Clubs, in seinen frühen Kinderjahren, da gab es die Hackbibeln 1 und 2. Da reden wir von 1985 und 1988. Das ist so lang her, das habe selbst ich nicht mehr mitgekriegt. Und ich kenne nur die Storys von irgendwelchen Leuten aus dem Club, die mir erzählen, damals, wir haben auf dem Land gelebt, ich war der einzige Nerd in meinem Dorf. In der Schule haben mich alle komisch angeguckt, weil ich von Modems redete. Ich habe auf irgendwelchen Mailboxen da rumgemacht und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und da lag dieses Buch, die Hackbibel. Und dann erzählen sie mir, wie sie diese Welt gefunden haben, von den Nerds außerhalb ihres Dorfs, das erste Mal zu einem Kongress gekommen sind und endlich ihre Leute gefunden haben. Und diese Geschichten haben wir immer wieder gehört. Es hat natürlich also einen Impact gehabt für die Community, diese Bücher. Es waren 200 Seiten ungefähr mit Artikeln, mit Anleitungen, mit wichtigen Informationen, wie zum Beispiel alle Satellitenfrequenzen. Und irgendwann haben sich natürlich Menschen aus historischer Sicht mit diesen Büchern beschäftigt. Was haben die bedeutet? Was hatten die für einen Einfluss? Und dann kamen diese Menschen auf die Idee, hey, wir könnten eigentlich mal eine dritte machen. Und dann sind sie zu uns zur Datenschleuder-Redaktion gekommen. Wir haben unsere Kräfte vereint, alte Hackbibeln gewälzt und das Konzept von damals nochmal überlegt, ja, würde man das heute wieder so machen? Ja, lass mal weniger Satellitenfrequenzen reinbauen, ein paar mehr Artikel vielleicht da stattdessen. Und dann haben wir also ein Jahr lang gemeinsam versucht, ganz viele Artikel ranzuholen, Themen aus 40 Jahre Clubgeschichte nochmal aufzurollen. Und ich denke, wir haben eine schöne Sammlung an Themen für euch zusammengebaut. Und jetzt gerade haben wir die ganzen Artikel abgegeben. Sie werden reviewed. Und es wird also eine Hackbibel 3 geben zur Buchmesse in Leipzig. Das ist Ende März. Wird sie erwerbbar sein. Genau. Es gab natürlich ganz viele Fragen, die uns auf dem Weg gestellt wurden. Eine der wichtigsten Fragen, ganz klar. Ja, sie wird auch DIN A4 sein. Sie passt neben die anderen Hackbibeln ins Regal. Wir haben den Katapult Verlag gewonnen als Partner für diese Arbeit. Darüber sind wir sehr froh.
Und wir haben auch noch ein paar kleine andere Änderungen, wie zum Beispiel, wir drucken das jetzt auch in Farbe. Ja, und wenn ihr jetzt auf euren mobilen Endgeräten zum Beispiel mal euren Buchladen um die Ecke aufsucht, werdet ihr feststellen, dass man sie schon vorbestellen kann. Wunderbar. Wenn ihr mehr Infos über die Veröffentlichung, es wird noch eine Lesung geben, es wird vielleicht auch eine CCC-interne Vorbestellung geben. Wenn ihr all diese Infos mitbekommen wollt, dann könnt ihr auf die Webseite von der Datenschleuder, das ist ds.ccc.de/hb3, wie Hack Bibel 3, gehen. Das werden wir aktualisieren, da werden wir die Infos bereithalten. Außerdem könnt ihr uns auch auf datenschleuder@chaos.social in Fediverse folgen. Da wird es auch diese Infos geben. Alles klar. Habt ihr noch Fragen für mich? Sonst haue ich jetzt ab. Ich sage jetzt nicht gerne, aber angesichts der Zeit sage ich gerne. Deshalb vielen Dank. Wir freuen uns. Wir sind super gespannt, was bei rauskommt. Und wann ist es soweit? Im März, hast du gesagt, ne? Genau, Ende März. Okay, sehr cool. Dann rekombinieren wir zwei Leute, nämlich Kalisi und Kantorkel. Und was wäre ein Vierjahresrückblick ohne einen Einjahresausblick? Das soll uns in dem Fall reichen. Wenn du die nicht magst, kannst du dich auch auf diese Couch setzen. Ich möchte ausschließlich neben Kantorke sitzen. Nein, nein, um Gottes Willen. Also okay. Setz da bitte, wir machen das, ja, es soll alles so bleiben, wie es ist. Genau. Ja. Ihr habt euch, nee, stimmt, ihr habt ja gar keinen Einjahresausblick gemacht, ne? Ihr habt ja irgendwie, ihr seid ein bisschen weiter in die Zeit vorausgegangen. Naja, also das war so, wir saßen zusammen und dachten uns, wir können ja nicht so viel Negatives berichten. Und dann mussten wir leider ganz schön weit in der Zeit nach vorne gehen, um was Positives auszublicken. Aber ihr habt Meilensteine mitgebracht. Wir haben Meilensteine mitgebracht. Wir haben vor allen Dingen alte Meilensteine mitgebracht. Okay, ich glaube, die müssen wir jetzt mal einblenden. Aus alt mach neu, unser aller Lieblingsthema. Ja, gut, dass das jetzt passieren soll. Schlecht, dass die Chatkontrolle uns im Nacken sitzt. Ich glaube, Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrolle werden so sich die Hand geben. Aber es sieht gut für uns aus. Mal schauen, was wir nächstes Jahr hier erzählen können. Na, ich meine, die Vorratsdatenspeicherung hat ja schon ein paar Jahre Vorsprung im Sterben und Wiederauferstehen. Also meinst du, dass sie jetzt endlich tot ist oder... Was war jetzt deine Prediction? Totgesagte Leben. Nee, die Vorratsdatenspeicherung war schon so oft tot, wie das E-Rezept kam. Also nee. Na gut, also vielleicht hat sie jetzt einen Zombie-Zwilling mit der Chatkontrolle gefunden. Genau. Okay. Und es geht noch weiter. Das ist euer nächster Meilenstein. Ja. Der Nutri-Score. Endlich kommt er. Ja, wir bekommen dann von der Ampel doch ein paar Sachen umgesetzt, hätte ich fast gesagt, nachdem Erdgeist so mühsam Sachen aufgeschrieben hat mit anderen Menschen. Und wir hoffen, beim 39C3 darüber berichten zu können. Wir schauen mal, ob dieser Blick in die Glaskugel eine Zukunft hat. Und jetzt kommt Kantorkels Lieblingsthema, das er vorhin schon kurz angeteasert hat. Ja, mein Lieblingsthema. IT-Sicherheitsforschung in Deutschland ist und bleibt noch illegal. Und wir hoffen, dass möglichst lange vor dem 99C3 der Hackerparagraph dann endlich abgeschafft wird. Die Ampel hat im Koalitionsvertrag versprochen, dass sie sich damit befassen wird. Es gab jetzt schon mehrere Symposien dazu und in 2024 soll ein Entwurf erarbeitet werden. Wir sind gespannt, ob wir demnächst legal Spaß am Gerät haben dürfen. Okay, beim 99C3 werden wir das dann nicht mehr moderieren, aber wir freuen uns dann auch, wenn der... Nee, also doch, wir haben euch doch dann in die Cloud hochgeladen, oder nicht? Das ist eine geile Idee. das ist eine richtig geile Idee, da müssen wir dran arbeiten. Nee, da will ich nicht hin in die Cloud. Willst du nicht? Okay. Aber blicken wir denn noch aus? Nee, wir sind ausgebildet. Sind wir durch? Wir sind noch eine Zeit. Wie lange haben wir gebraucht für alles? In der Zeit, das heißt, wir haben sogar Zeit, jetzt nochmal alle Menschen... Wie viele Minuten haben wir? Aber wir haben keine Musik. Gibt es ja, nee, Musik? Aber wir müssen ja noch all die Menschen, die hier vorgetragen haben, die es noch in diesem Raum sind, vielleicht nochmal auf die Bühne bitten. Ja.
die beklatscht und werden. Dann singen können. Wir noch mal zusammen. Nein. Nee, wir singen heute nicht. Sind denn überhaupt noch alle da? Wer noch da ist? Die schon mal auf der Bühne waren. Schneller, also wir sind noch in der Zeit. Dann einen großen Applaus für alles, was in den letzten 4 Jahren passiert ist. Stellt euch mal alle in die erste Reihe. Auch an die Menschen hinter dem Vorhang. Auch von hinten dürft ihr gerne nach vorne kommen, Erdgard. Wetter wieder eine sehr große Hilfe. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr erschienen seid. Danke, dass ihr so lange zu Hause vor den Geräten ausgehalten habt. Habt noch viel Spaß auf der Veranstaltung. Habt vor allen Dingen viel Spaß am Gerät. Und was habe ich jetzt noch vergessen, Anna? Na, bis wirklich nächstes Jahr und nicht dann wieder in 4, sonst wird das wieder zu lang. Genau, bis nächstes Jahr. Auf Wiederhören.